zu sehen, aber zu hören, ja. Noch nicht zu sehen, aber wir sind auf jeden Fall auf Facebook schon zu hören dann wahrscheinlich. Können ja ruhig sein. Genau. Ja, hallo, Entschuldigung. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich habe gerade die Regieanweisung bekommen, wir können starten. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile sechsten Transformationsdialog. Diesmal auch in einem neuen Format, nicht rein nach Facebook gestreamt, sondern auch in Teams, sodass wir auch intensiv nachher gemeinsam diskutieren können. Dennoch möchte ich auch die Facebook-Gemeinschaft begrüßen, die uns hoffentlich auch zahlreich zuschauen wird. Ja, wir begrüßen seit jetzt fast einem Jahr in unseren virtuellen Räumen. Wir sehnen uns schon wieder nach Präsenz, aber die virtuellen Räume werden uns auch in der Zukunft, denke ich, regelmäßig weiter berühren. Deswegen der Titel unserer heutigen Veranstaltung Smart City, sicherlich ein Blick in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft, die sich sicherlich immer stärker auch digitalisiert gestalten wird. Und deswegen auch unser Anspruch als Arbeitskammer, dass wir Digitalisierung, Transformation gestalten wollen und das heute entsprechend mit den Herausforderungen für unsere Städte und Gemeinden, also unsere Lebensräume, nicht nur den Blick auf die Arbeitswelt oder in die Schulen, der mittlerweile auch hier sehr populär diskutiert wird, sondern auch mal dort, wo wir unsere Freizeit verbringen, wo wir leben
und entsprechend auch soziale Menschen sind. Ja, schon heute sehen wir, wie sich Digitalisierung in unser Leben drängt, wie sich Stadtbilder verändern, sei es hier in den größeren Städten die Carsharing-Angebote, aber auch in den ländlichen Bereichen immer stärker die vernetzte Mobilität. Heute redet man nicht mehr nur über Büros, heute gibt es Coworking Spaces. Wir sehen die Kurierfahrer durch die Straßen hetzen und oft digital getrieben, leider immer noch so sehr und so oft in prekären Arbeitsverhältnissen. Und, glaube ich, im Moment ganz spannend, wir sehen, wie sich lokale Einzelhändler mit innovativen Ideen gegen den Onlinehandel stemmen und entsprechend versuchen, in ihrem sozialen Bereich ihre Kunden, ihre Kontakte zu halten. Und wir sehen auch bei allen Dingen, die wir im Moment noch kritisch würdigen, viele Chancen, auch den ländlichen Raum attraktiv zu halten, den Unterschied zur Stadt, wo vieles in kurzen Wegen läuft, auch auf dem Land erträglich zu halten. Diskutiert werden Facharzttermine per Videokonferenz, mobiles Arbeiten, Studieren zu Hause, die Online-Plattformen unserer Einzelhändler, digitale Bürger- und Unternehmensservices. Also vieles ist in Bewegung, vieles schafft Perspektiven im ländlichen Raum. So hat es auch der Deutsche Landkreistag festgehalten. Der Landkreistag hat aber auch festgestellt, dass es noch Hemmnisse gibt, zum Beispiel und populär, auch gerade hier im Saarland oft diskutiert, die fehlende oder auch unzureichende Breitbandversorgung. Und hier erstmal eine Lanze brechen. Wir haben im Saarland große Fortschritte gemacht. Wir haben in den letzten Jahren viele Anstrengungen von Landesebene, auch kommunaler Ebene erreicht, dass wir das starke Land-Stadt-Gefälle mildern konnten. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch höhere Bandbreiten, brauchen wir die berühmte Anbindung der letzten Milchkanne. Und da müssen wir, glaube ich, auch die Landesregierung nochmal in die Verantwortung nehmen, hier nicht nachzulassen, sondern stärker gegenzusteuern und auch den ländlichen Raum ordentlich anzubinden, weil nur so bleiben unsere ländlichen Gebiete im Saarland auch lebenswert, gerade in der Verbindung Arbeit und Leben, was wir immer mehr auch live erleben. Ja, Digitalisierung darf aber auch nicht dazu führen, dass sich die soziale Kluft vergrößert, dass die Teilhabemöglichkeiten und die Chancen über die Regionen hinweg sich nicht ungleich verändern. Und von daher brauchen wir auch eine Digitalisierung vor Ort, die im Sinne des Gemeinwohls Nutzen bringt, die Lebensräume sozial ausgeglichen, ökologisch verantwortlich, wirtschaftlich stabil und vor allem schön und lebenswert gestaltet. Und da werden wir ansetzen und werden wir mit Ihnen, mit euch diskutieren und nach Lösungen suchen. Wir beanspruchen nicht weniger als eine entsprechende Einflussnahme der Arbeitnehmenden, der Bürgerinnen, Bürger, der zivilgesellschaftlichen Akteure, weil ich glaube, nur gemeinsam können wir ein gemeinsames Verständnis von digitaler Zukunft entwickeln. Und hier wollen wir entsprechend die Möglichkeiten auch diskutieren, wie wir mit offenen Daten, wie wir mit freier Software, mit Open Governance, Bürgerbeteiligung umgehen und wie wir in dem Kontext auch Daten, Technologie und Infrastruktursouveränität nach Überwachung und Kontrolle im Griff behalten. Ich denke, das sind spannende Themen. Ich darf Ihnen heute nur einen kleinen Überblick geben. Ist auch vielleicht besser so, weil die Experten sitzen mir hier noch im Bildschirm gegenüber. Deswegen freue ich mich, dass wir heute prominente Gäste haben, aber vor allem kompetente Gäste haben, die gleich in zwei Impulsvorträgen nochmal auf das Thema einführen werden. Zum einen darf ich Frau Professor Dr. Anke Strüwer begrüßen. Sie ist Professorin für Stadtgeografie an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Frau Strüwer, seien Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die spannende Debatte, die dann hoffentlich Ihrem Impulsvortrag dann folgen wird. Zum Zweiten werden wir einen Impulsvortrag von Frau Dr. Henriette Litter hören. Frau Dr. Litter ist Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die unter anderem in den Bereichen Informationsfreiheit, offenes Regierungshandeln und Open Data tätig ist. Auch hier freuen wir uns auf einen spannenden Vortrag und vor allem eine dann noch spannendere Diskussion im Folgenden. Und damit nach der Grüßung unserer beiden Gäste, die die Impulsvorträge liefern werden, darf ich überleiten oder schon ankündigen, dass wir dann gerne auch kompetent diskutieren. Und in der Diskussionsrunde freue ich mich, unseren Landrat Udo Recktenwald begrüßen zu dürfen. Udo Recktenwald, Landrat des Landkreises St. Wendel und mir hier angekündigt als
Akteur in seinem Team, der es geschafft hat, dass St. Wendel als einzige saarländische Region unter 32 weiteren deutschen Städten, Kreisen und Gemeinden im Modellprojekt Smart Cities von der Bundesregierung gefördert wird. Dem Landkreis stehen hier Mittel zur Verfügung, in den nächsten Jahren sich hier weiterzuentwickeln. Und wir freuen uns über die Beiträge von Ihnen, Herrn Recktenwald. Und schön, dass Sie da sind und dass Sie mit uns diskutieren. Ja, last but not least, wir reden über die Gemeinden, Kommunen, aber das Land muss innovationstreiber bleiben, muss innovationstreiber sein. Deswegen freue ich mich auch, den Bevollmächtigten für Innovation und Strategie des Saarlandes, Herrn Amar Alcazar, begrüßen zu dürfen. Er verantwortet neben der Digitalisierung die Innovations-, Technologie- und langfristige Strukturpolitik des Landes und hat sicherlich hier mit Blick des Landes auf die Kommunen spannende Beiträge in einem Gepäck. Auch Sie herzlich willkommen. Und ich darf jetzt schon übergeben in die nächste Runde, nämlich die Impulsvorträge, ohne aber vorher auf die Moderation hinzuweisen. Moderiert wird die Veranstaltung heute von Carina Webel, unsere Abteilungsleiterin für Wirtschafts- und Umweltpolitik, und Frederik Moser, Referent für Unternehmenspolitik bei der Arbeitskammer, die sich mit dem Thema schon länger befassen und heute mit Ihnen dann am Ende eine hoffentlich spannende, vor allem auch ausblickreiche, zukunftsgerichtete Diskussion führen werden. In dem Sinne darf ich der Veranstaltung frohes Gelingen wünschen und mit meinem Grußwort enden und jetzt die kompetenten Profis zu Wort kommen lassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einführung. Mein Name ist Frederik Moser. Zusammen mit Carina Webel werde ich heute durch die Veranstaltung führen, wobei sich Carina vor allem um unsere Zuschauerfragen kümmert und alles, was so online auf unseren Kanälen passiert, moderiert. Ich darf vielleicht auch bitten, alle, die jetzt nicht im Podium sind, vielleicht ihre Kamera auch auszuschalten. Und auch der Hinweis an unsere Podiumsteilnehmer, sie sind im Moment alle gemutet. Ich habe gesehen, einige sind schon unmuted, aber Herr Recktenwald ist auch noch gemutet. Wenn Sie was sagen wollen, bitte die Stummschaltung aufheben, weil wir Nebengeräusche hatten, haben wir dann einmal alle gemutet. Herr Alcazar ist jetzt leider noch nicht da, habe ich gesehen. Oder Carina, der ist nur... Okay, vielleicht kommt er noch, stoßt er noch zu uns, hat noch Termine. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Schon mal, bevor wir mit dem fachlichen Teil loslegen, noch ein paar technische Hinweise. Wie ich schon in den Datenschutzhinweisen bei der Anmeldung hingewiesen wurde, findet die Veranstaltung über Microsoft Teams statt. Gleichzeitig wird die Veranstaltung über Facebook Live übertragen und auf YouTube gestellt. Das heißt, Daten werden zu diesem und nur zu diesem Zwecke verwendet. Die Datenschutzhinweise finden Sie auch noch mal auf unserer Veranstaltungsseite. Wir haben die Veranstaltung explizit als Mitmachveranstaltung konzipiert. Das heißt, unsere ZuschauerInnen können sich auch mit ihren Fragen und Anmerkungen aktiv in die Diskussionsrunde einbringen. Die ZuschauerInnen, die direkt in MS Teams dabei sind, können zum einen per Chatfunktion ihre Fragen stellen. Zum anderen können sie sich auch per Mikrofon zu Wort melden. Dazu wäre es gut, wenn Sie die Handhebefunktion in MS Teams nutzen. Das ist das Symbol auf der Benutzeroberfläche, da ist oben so ein kleiner Smiley mit einer Hand. Wenn Sie da mit dem Mauszeiger drüber gehen, dann poppt so eine Hand auf. Und wenn Sie die Hand dann betätigen, dann signalisieren Sie uns, dass Sie einen Redebeitrag haben. Und dann werden wir Sie aufrufen. Und vergessen Sie bitte auch nicht, dann Ihre Stummschaltung dazu kurzzeitig aufzuheben. Ne? Wie gesagt, das machen Sie, indem Sie auf dieses Mikrofonsymbol oben klicken. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch noch dazu Ihre Kamera auch kurzzeitig aktivieren. Wenn Sie die Veranstaltung via Facebook verfolgen, da haben wir ja auch einige im Stream drin, sehe ich, können Sie auch dort Fragen stellen, nämlich indem Sie einfach die Kommentarfunktion unter dem Livestream selbst nutzen. Wenn Sie jetzt keinen eigenen Facebook-Account haben, können Sie trotzdem den Livestream verfolgen, aber da ist die Kommentarfunktion leider deaktiviert. Aber auch dafür haben wir eine Lösung. Wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Sie uns Ihre Fragen schicken können. Das ist facebook@arbeitskammer.de, einfach formlos. Ihre Frage dorthin formulieren, dann nehmen wir das in den Fragenpool gerne auf. So, nun genug zum technischen Vorgeplänkel. Noch eine kurze Anmerkung zur heutigen Vorgehensweise. Wir werden zunächst mit zwei kurzen fachlichen Inputs starten
Und danach wollen wir in die inhaltliche Diskussion gehen mit unseren heutigen Gästen. Falls Sie während den beiden Fachvorträgen reine Verständnisfragen haben, wenn irgendwas unklar ist, nicht direkt verstanden wurde, können Sie diese vorab schon im Chat schreiben oder sich nach dem jeweiligen Vortrag melden. Dann können wir das auf diesem Wege direkt klären. Es geht, wie gesagt, dann nur um reine Verständnisfragen, wenn etwas unklar ist. Die fachliche Diskussion wollen wir, wie gesagt, erst in der anschließenden Diskussionsrunde nach den beiden Fachvorträgen dann führen. Gut, dann wäre es das mal von mir an dieser Stelle und ich würde das Wort jetzt an Frau Professorin Dr. Strüwer übergeben für den ersten Fachinput. Bitte schön. Vielen Dank. Ich lad meine Präsentation hoch. Ist sie da? Ja, jetzt ist sie da. Super, vielen Dank. Dann möchte ich mich tatsächlich zunächst ganz besonders für diese besondere Art der Veranstaltung bedanken. Wir als Wissenschaftlerinnen sind ja meistens entweder in einem strengen wissenschaftlichen Zusammenhang unterwegs oder in einem extrem angewandten unterwegs. Und ich habe hier das Gefühl, es geht tatsächlich auch um den Dialog bisschen zwischen Wissenschaft und Society, Gesellschaft. Ja, mein Name ist Anke Strüwer. Ich bin, wie schon erwähnt, Professorin für Stadtgeografie an der Universität Graz und ich leite an der gleichen Universität auch ein kleines Zentrum, das RCE, Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation. Und das erwähne ich hier aus dem Grund, weil wir uns in diesem Zentrum ganz stark mit, wie der Titel schon andeutet, Transformationsfragen beschäftigen und unter anderem sicherlich auch Smart-City-Prozesse dabei begleiten oder diskutieren oder initiieren und auch manchmal abbiegen. Und zum anderen, weil es bei uns auch ganz stark um den Dialog Science to Society geht, also so ein Format, wie wir es jetzt, glaube ich, hier gerade haben. Gut, Smart-City. Smart-City ist so eine Art Glitzerwelt geworden. Vielleicht ist sie es auch schon nicht mehr, aber am Anfang ist Smart City oder in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich als so ein Glitzerdiskurs etabliert, der dafür steht, dass alles, was irgendwie möglich ist, untereinander vernetzt ist und am besten alleine funktioniert und natürlich optimiert funktioniert. Smart ist zu so einer Art Universalie geworden. Wir haben ja nicht nur die Smart City, wir haben auch ein Smartphone, wir haben auch ein Smart als Auto und so weiter und so fort. Und dabei wird Smart meistens mit schlau gleichgesetzt und schlau mit gut, aber die eigentliche Bedeutung, was schlau gerade auch im Kontext von Stadtentwicklungsprozessen sein kann oder auch vielleicht sein sollte, geht da in meiner Wahrnehmung manchmal etwas unter. Zum Begriff Smart City, der wird meistens mit der Digitalisierung urbaner Infrastrukturen gleichgesetzt und ich habe da ein kleines Fragezeichen hintergesetzt. Zunächst möchte ich aber noch mal tatsächlich darauf hinweisen, wie dieser Begriff sich versucht hat zu etablieren, und zwar, weil eine der großen Firmen der Informations- und Kommunikationstechnologien, nämlich IBM, mit ihrer Digitalisierung urbaner Infrastrukturen versucht hat, diesen Begriff sich als Trademark schützen zu lassen. Damit sind sie gescheitert, aber in dieser langen Diskussion und auch in diesem langen Diskurs hat sich tatsächlich diese Gleichsetzung relativ stark etabliert. Also Smart City ist Digitalisierung urbaner Infrastrukturen. Zugleich habe ich dieses Fragezeichen dahingesetzt, um auf ein anderes Phänomen hinzuweisen, das nämlich weit über die Digitalisierung urbaner Infrastrukturen hinausgeht, dass mittlerweile jede Stadt und auch am besten jeder Stadtteil und natürlich auch viele ländliche Regionen mittlerweile smart werden wollen oder sich so ein Bepper aufkleben möchten. Ich bin smart. Und dabei vielleicht vergessen, was eigentlich schlau ist oder was eigentlich sinnvoll ist im Bereich der Digitalisierung urbaner Infrastrukturen und was auch nicht so schlau ist. Außerdem gibt es gerade in Graz zum Beispiel mittlerweile Smart City Quartiere, die vergleichsweise wenig mit der Digitalisierung von Infrastrukturen zu tun haben und die vor allen Dingen unter diesem Banner segeln: Wir sind smart, wir sind modern, wir sind zukunftsträchtig. Was ich jetzt vorhabe, ist, Smart City Utopien und Dystopien in einen ganz kurzen Dialog zu bringen und so ein paar wesentliche Prinzipien vorzustellen. Gerade das erste hatte ich schon erwähnt. Smart wird meistens mit digitalisiert
gleichgesetzt und digitalisiert steht dann auch für schlau und schlau wiederum steht nicht unbedingt für soziale Schlauheit, sondern für Optimierung, Effizienzsteigerung, etwas grüner, nachhaltiger, sicherer, besser und so weiter zu machen. Es geht hier auf jeden Fall immer um eine Steigerung. Smart City steht meistens für digital vernetzte Stadt und damit schwingt auch mit, dass es eine intelligente Stadt, weil sie sich aus sich selbst heraus kontrolliert und optimiert. Es wird meistens gleichgesetzt mit einer ökologischen Innovation. Manchmal wird sogar der Begriff Null-Emissionsstadt im Zusammenhang geführt. Und auch wenn dieser starke Begriff nicht auftaucht, geht es immer um eine Steigerung der Ressourceneffizienz. Es wird meistens begrifflich auch mit einer sozial integrativen, nachhaltigen Stadtentwicklung gleichgesetzt. Und wenn man sich das genauer anguckt, findet man zu dem Bereich relativ wenig, was das bedeuten kann. Sozial integrativ ist natürlich auch ein sehr großer, sehr umfassender Begriff. Gleichzeitig ist es einer, den man heutzutage nicht mehr ignorieren kann. Von daher taucht er in diesen Diskursen meistens auf, ohne dass er gefüllt wird. Insgesamt soll die Smart City eine Stadt mit hoher Lebensqualität für alle sein. Und alle betone ich hier so, weil es ein universeller Anspruch ist, der nicht eingeholt werden kann. Und dieses Alle in der offiziellen Lesart wird versucht, dadurch zu erreichen, dass es halt durch die digital vernetzten Infrastrukturen in der Daseinsvorsorge zu einer automatischen Verbesserung für alle Menschen käme. Wobei diese digital vernetzten Infrastrukturen nicht über alle Stadtteile gleich verteilt sind. Nicht jeder, nicht jede kann sich das leisten und vieles mehr. Insgesamt ist auf jeden Fall in dieser Art des Smart City Marketings die Smart City die Stadt der Zukunft und sie hat im Diskurs auch solche Begriffe wie grüne Stadt, wachsende Stadt, nachhaltige Stadt, zukunftsfähige Stadt längst abgelöst. Sie hat es schon so lange abgelöst, dass ich persönlich eigentlich langsam finde, es wird Zeit oder die Zeit ist reif für einen neuen Begriff. All das, was ich Ihnen bis hierhin vorgestellt habe, sind stark universalistische Smart City-Visionen, die vor allen Dingen wirtschaftsgetrieben sind und angebotsgetrieben von diesen Firmen, die diese Technologie anbieten und die teilweise von der Politik übernommen werden, ohne dass hinterfragt wird, was bedeutet das denn für unsere Stadt oder für unsere Region. Ich habe mit einer Kollegin schon vor vielen Jahren, also mittlerweile ist es ziemlich genau 6 Jahre her, dass wir diese Tabelle erstellt haben und die in den 12 Teilfeldern eine Kurzinformation darüber liefern sollen, welche Aspekte zu einer Smart City gehören, wenn man Smart City als Stadtplanungsideal oder als Steuerungsideal für Räume versteht. Das heißt, es gilt teilweise auch für räumliche Formen jenseits des Städtischen. Wichtig ist hier zu erwähnen, neben der Tatsache, dass wir es sowieso überarbeiten müssen, das bezieht sich hier alles auf die Zeit vor der Pandemie. Einige Bereiche haben sich seitdem ganz, ganz stark geändert. Die beiden, die ich hier rot markiert habe, soziale Teilhabe und Bildung Wissen. Frau Professorin Dr. Strüher, wenn ich kurz einhaken darf, man hört Sie nicht mehr. Also der Sound ist komplett weg, die Präsentation ist noch da, aber man hört Sie leider nicht mehr gerade. Sicherlich Bereiche, die jetzt auch im letzten Jahr sich ganz, ganz stark verändert haben. Und nicht zuletzt die Plattformökonomien, die auch nochmal durch die Pandemie einen starken Aufschwung erfahren haben. Wie gesagt, ich will es eigentlich hierbei schon belassen. Ich möchte nur noch auf einen Punkt hinweisen, dass viele Aspekte, die hier genannt sind in den 12 Kästchen, mit sogenannten Rebound-Effekten verbunden sind. Das heißt, sie verbessern einiges, gerade im Bereich der Energieeffizienz, aber sie führen an anderen Stellen zu einer Verschlimmerung des eigentlichen Zustands. Und zum Zweiten ist die Umsetzung solcher digitalen Infrastruktursysteme sehr selten oder vielleicht auch nie sozial gerecht.
Und das hängt mit mehreren Aspekten zusammen. Auf einen gehe ich später nochmal ein, auf den der sozialen Gerechtigkeit. Aber vor allen Dingen hängt es auch damit zusammen, dass es universelle Vorstellungen über Stadtentwicklung sind. Und jede Stadt und jede Region und jede ländliche Region auch ist anders, sodass man da mit einem universellen Heilmittel einfach nicht unbedingt alles heilen kann. Damit komme ich schon zu den Dystopien. Auch davon gibt es natürlich eine ganze Reihe und ich habe nur wenige hier zusammengefasst. Noch ein kurzer Hinweis zu diesem Foto. Smart City, das ist aus Graz, aus der Stadt, wo ich lebe und lehre, wo es an vielen Stellen in der Stadt dieses Graffiti gibt. Und das bezieht sich in Graz tatsächlich weniger auf die Digitalisierung der Infrastrukturen in der Stadt, sondern auf zwei als Smart City Quartiere ausgewiesene Neubaugebiete. Insgesamt, wenn man das zusammenfasst, lässt sich beobachten, dass Smart City Strategien eher ein ökonomisches Modell für die Firmen sind, die diese Infrastruktursysteme anbieten. Sie sind weniger ökologisch innovativ orientiert und sie sind auch seltenst sozial integrativ. Und gerade wenn man sich Transformation im Sinne der Nachhaltigkeit vorstellt oder vornimmt, findet man für beide Bereiche sehr wenig. Also sowohl im Bereich der Ökologie als auch des Sozialen. Digitalisierung bietet vergleichsweise wenig Lösungen für akute urbane Krisen. Dazu gehört gleichermaßen die Stadterweiterung wie auch die Verdichtung in den Innenstädten. Auch das sicherlich beides Aspekte, die sich jetzt übrigens infolge der Pandemie extrem ändern werden. Also wahrscheinlich würde ich in einem Jahr hier nur noch Stadterweiterung erwähnen. Aktuelle Probleme sind aber anhaltend auch die Wohnungsmarktpolitik, Fragen der Umweltgerechtigkeit, gerade innerhalb einer Stadt unterschiedliche Formen der Umweltgerechtigkeit, die praktiziert werden oder nicht praktiziert werden und nicht zuletzt Fragen der Inklusion und Integration, die mit digitalen Strategien weder angesprochen noch bearbeitet werden können. Und ein letzter sehr wichtiger Aspekt und der gehört für mich zu der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wer bezahlt das eigentlich, diese ganzen digitalen Infrastrukturen? Sicherlich geben solche Firmen einen kleinen Bonus vorweg, weil sie tatsächlich auch ihre Technologien verkaufen wollen. Aber die Städte, wenn sie es komplett an die Firmen verkaufen oder sich in Public-Private-Partnerships engagieren, müssen dafür auch Mittel bereitstellen. Und diese Mittel fehlen dann oft an anderer Stelle. Zum Beispiel in den Bereichen Wohnung, Gesundheit, Bildung oder auch öffentliche Wege. Und wenn die Mittel an diesen Stellen fehlen, trifft es nicht alle Teile der urbanen Gesellschaft gleich, sondern es trifft meistens diejenigen stärker, die sowieso schon marginalisiert oder ökonomisch prekarisiert oder beides sind. Und es kommt insgesamt auch zu einer Vernachlässigung analoger städtischer Infrastrukturen, die eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit und jetzt nochmal verstärkt auch im Sinne einer postpandemischen Nachhaltigkeit oder auch postpandemischen Urbanität noch mehr und noch stärker an Bedeutung gewinnen. So ganz banale Dinge wie Fuß- und Radwege oder Grün, Frei- und Begegnungsräume. Wir bräuchten also viel stärker Smart City Visionen von, in, mit der und auch für die Gesellschaft. Und ich denke, dieser schöne Begriff des Transformationsdialogs ist ein guter Anlass, um das zu initiieren. Ich gehe in meinem Kurzbeitrag überhaupt nicht auf Open Data Aspekte ein, weil ich ja weiß, wer nach mir dran ist. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass Open Data Diskussionen in der Kritik an Smart City Infrastrukturen durchaus ein wichtiges Element darstellen. Und ich freue mich auch schon in dem Bereich gleich auf die Diskussion. Ich möchte schließen mit einem Vorschlag, dass wir uns gar nicht so stark auf die digitale Stadt in der Diskussion konzentrieren sollten. Also wie kann die Stadt noch digitaler werden oder wie kann die digitale Vernetzung noch weiter vorangetrieben werden, sondern dass wir uns viel genuiner damit beschäftigen müssen, welche Vorstellungen haben wir eigentlich von urbanem Leben und von urbanem Zusammenleben in einem Zeitalter, das definitiv digital ist. Was wir dafür brauchen, ist eine technologische Souveränität der Bewohner und Bewohnerinnen und zwar sicherlich eine stärkere Souveränität, als wir sie bisher kennen.
Und das Arbeiten an dieser Souveränität ist meines Erachtens wichtiger, als dass wir die Stadt als solche und ihre Infrastrukturen optimieren. Daran gebunden ist auch eine Kritik an den, hatte ich schon erwähnt, universellen und universalisierten und nicht zuletzt auch universalisierenden Vorstellungen von dem, was eine Stadt ist, auch eine Stadt in Abgrenzung zum Land und vor allen Dingen auch um Überkommen des Dualismus Stadt und Land. Damit verbunden ist eine Kritik an digitaler Steuerung und Überwachung und sowohl im allgemeinen abstrakten Sinne als auch der Steuerung und Überwachung, was ja nicht das Gleiche ist, urbanen Lebens und Zusammenlebens. Daran gebunden ist auch eine Kritik an der Privatisierung und Kommodifizierung, zum einen der Infrastrukturen und zum anderen von Daten. Und nicht zuletzt, und das ist die größte Kritik, und deswegen schließe ich mit dieser Kritik, es ist eine Kritik an Stadtutopien, die eigentlich keine Menschen in dieser Utopie beinhaltet. Und es ist auch eine Kritik an Vorstellungen von Urbanität, die ohne gesellschaftliches Miteinander funktioniert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Professorin Strüher, für den sehr interessanten fachlichen Input. Wir werden mit Sicherheit auf einige Sachen noch zu sprechen kommen. Ich frage jetzt mal Carina, gab es denn Online-Wortmeldungen beziehungsweise was Verständnisfragen angeht? Oder gab es, wie gesagt, den fachlichen Input verschieben wir auf gleich. Es geht jetzt um reine Verständnisfragen zum Vortrag. Bisher habe ich weder bei Facebook noch hier im Chat Verständnisfragen. Okay, gut, okay. Dann würde ich auf den zweiten fachlichen Input jetzt hinleiten. Frau Dr. Litter, bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich versuche jetzt auch parallel eine Präsentation zu starten. Mein Name ist Henriette Litter, ich bin die Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation in Deutschland. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein, also eher Aktivistinnen und Aktivisten für Offenheit. Und jetzt geht es auch mit der Präsentation los. Unser Ziel ist es, offenes Wissen für die Gesellschaft bereitzustellen, Wissen und Informationen, also möglichst allen Menschen ganz niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen, sodass sie sich möglichst nicht mit zu hoher Kompetenz durch Dokumente wühlen müssen, nicht die fachlichen Codes brauchen, um Sprache verstehen zu müssen, die nicht ihrem Alltag entspricht. Und da bietet es sich natürlich an, auch auf digitale Werkzeuge, digitale Tools zurückzugreifen, um dies einfach auch zu ermöglichen. Wir denken eben, in einer Demokratie braucht es ganz viel Information für alle Bürgerinnen und Bürger, auch Menschen, die hier in Deutschland leben, um sich ein Bild von Politik zu machen, um mehr mitreden zu können, um sich Entscheidungen auch nachvollziehbar darstellen zu können und dann natürlich auch Teilhabe ausüben zu können. Das stärkt also unsere Demokratie, stärkt die Teilhabe von Bürgerinnen. Ich möchte jetzt vier aus meiner Sicht wichtige Eckpunkte skizzieren, was wir brauchen, um Digitalisierung vor Ort. Ich benutze einfach Stadt oder Land gar nicht, sondern denke, es geht um die Kommune vor Ort für und mit den BürgerInnen zu gestalten. Erstens, Wissen ist Macht und offenes Wissen dagegen die Ermächtigung. Und dafür braucht es natürlich aus unserer Sicht die offenen Daten. Offenes Wissen ist eben in unserem demokratischen Staat einfach unerlässlich und Voraussetzung jeder Mitbestimmung. Wie soll ich sonst eine Wahlentscheidung treffen? Es schafft also Transparenz und Rechenschaft, also übt eben auch eine Art Kontrollfunktion aus, aber schafft eben auch Vertrauen in Politik, weil Entscheidungsprozesse einfach nachvollziehbar sind. Damit leistet es einfach natürlich dann auch eine Barriere gegenüber Verschwörungsmythen, die es damit viel schwerer haben, wenn man transparent sehen kann, wie Entscheidungen getroffen werden. Wir streben also nach einer solchen Welt, vielleicht auch utopisch, in der Wissen frei verfügbar ist. Und in dieser digitalen Welt geht es natürlich vornehmlich um Daten. Man spricht ja über nichts anderes mehr. Und diese sind einfach zu diesem sehr wichtigen Element politischer und gesellschaftlicher Steuerung geworden. Open Data, also offene Daten, was ist das eigentlich? Es gibt ja viele, es gibt personenbezogene Daten,
Hier im Konzept der offenen Daten sprechen wir nicht von diesen, die absolut natürlich geschützt werden müssen, sondern es geht um Daten wie Statistiken, also Verkehrsdaten, Daten über Luftverschmutzung, über Strom, über Wasser, Bebauungspläne, Arbeitsmarktdaten und so weiter, Messdaten, Geodaten, da könnte man noch viel aufzählen, also Daten, die nicht an eine Person geknüpft sind. Meist, und auch hier geht es in meinem Vortrag darum, geht es um offene Verwaltungsdaten, also Daten, die nicht in dem Privatheit, im Privatleben entstehen, sondern eben aus der Funktion der Regierung, aus den Verwaltungen kommen, aus der politischen Steuerung. Hier ist unser Ansatz einfach, je mehr diese Daten geöffnet werden, bereitgestellt werden für die Bürgerinnen und Bürger, desto mehr können sie auch am politischen Leben und auch an der Gestaltung des politischen, des gesellschaftlichen Lebens vor Ort teilhaben. Sie können also Fragen formulieren, sie können Ideen entwickeln, sich austauschen und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Und hier geht es aus meiner Sicht deshalb primär auch gar nicht so sehr um Kontrolle, denn das ist häufig ein Gegenargument gegen die Öffnung von Daten, von wegen, ich will mir nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Und natürlich muss Demokratie auch eine Kontrollfunktion haben und die BürgerInnen sollten diese natürlich auch wahrnehmen. Aber bei der Öffnung von Daten geht es natürlich auch und fast schon mehrheitlich darum, neue Lösungen zu finden für bestehende gesellschaftliche Herausforderungen. Beispiel Hamburg zum Beispiel. Hier wurden fast am umfangreichsten in Deutschland Verwaltungsdaten öffentlich zur Verfügung gestellt. Und hier ist ein ganzer Wirtschaftszweig entstanden, also Anbieter kommerzieller Art, nicht kommerzieller Art, die eben diese Verwaltungsdaten genommen haben, Apps daraus entwickelt haben. Neue Dienstleistungen sind da entstanden, gerade im Bereich Mobilität, aber auch im Bereich Umweltschutz und Nachbarschaftsaktivitäten. So, das ist hier ein ganz neues Ökosystem entstanden ist, was man alles mit den Daten machen kann. Und dazu muss man sie natürlich erstmal auch kennen. Zweitens, Technologie folgt keinem Selbstzweck. Wir müssen sie nach unseren Bedürfnissen gestalten. Das ist natürlich eigentlich erstmal relativ banal, diese Aussage. Und bei aller Begeisterung, die natürlich auch Organisationen wie meine für Technik und digitale Tools hat, ist es ja so, dass digitale Tools, der Einsatz digitaler Technologien kein Ziel an sich ist. Es ist immer nur ein Mittel für ein anderes Ziel und das gerät meines Erachtens ganz häufig aus dem Blickfeld, wenn es um Smart und um digitale Transformation und all diese Themen geht, dann möchte man gern mit dabei sein, möglichst smart und smarter oder am smartesten und das neueste Produkt, den neuesten technologischen Trend auch mitmachen, sowas wie Blockchain, wo man gar nicht versteht, worum es da geht, aber wollen wir auch irgendwas damit machen, irgendein Problem werden wir schon finden, was wir damit lösen können. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Richtig ist eben immer vom Problem aus zu denken und gemeinsam auch mit anderen Akteurinnen und Akteuren nach Lösungswegen für dieses Problem zu suchen. Zum Beispiel, wie kann Mobilität in einem ländlichen Raum bedarfsgerecht gestaltet werden, auch mit Hinsicht auf verschiedene Altersgruppen, aber auch mit Hinsicht auf Umwelt. Gibt es Technologien, die hier Lösungsmöglichkeiten bieten? Gibt es aber auch nicht technische Möglichkeiten, die hier in Frage kämen? So etwas sollte man offen diskutieren. Die Debatte um smarte Städte, aber auch smarte Regionen, so oft genannt, wird eben auch oft von wirtschaftlichen Interessen geprägt und ist sehr stark von der Technologie her gedacht, wenn man an Verkehrsleitung, Energieversorgung oder Parkplatzsteuerung denkt. Und was eben fehlt, ist eine partizipative, also auf Teilhabe ausgerichtete, bürgerinnennahe Technikfolgenabschätzung, um mal so ein langes Wort zu nutzen. Also einfach zu schauen, bringt denn diese Lösung wirklich allen etwas? Bleiben BürgerInnen auf der Strecke? Gibt es bessere Lösungen, die wir in Erwägung ziehen sollten? Hier ist es wirklich sehr lohnend, direkt mit der Gesellschaft in einen Austausch zu treten, also quasi die Perspektive der Nutzenden, der BürgerInnen und Bürger besser kennenzulernen, einzubeziehen und damit mit Ihnen und auch mit Organisationen, die sich diesem Thema annehmen, in einen Dialog zu treten.
Hier ist der Begriff der Civic Tech, also der Organisationen, die quasi gemeinwohlorientierte technische Lösungen versuchen zu erarbeiten und zu entwickeln. Er hat sich hier durchgesetzt. Wenn man das wörtlich übersetzt, ist das ja die bürgerschaftliche Technologie, also ein Ansatz der Technologie, der vom Gemeinwohl, von den Bürgerinnen und von den Bürgern ausgeht, nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern eben schaut, wie kann eine Technologie dazu beitragen, ein Tool, es mag auch vielleicht nur eine Plattform oder eine Datenvisualisierung sein, etwas besser zu gestalten, ein Problem zu lösen oder mehr Personen in Meinungsbildungsprozesse einzubeziehen. Drittens, für eine solche Kooperation auch mit nicht verwaltungsinternen Organisationen und Bürgerinnen und Bürgern braucht es auch die Nutzung von freier und offener Software. Das ist heutzutage ja auch schon ein großes Thema in vielen Verwaltungen und nicht ohne Grund. Also offene Software, Open Source, ist ja in aller Munde. Der Bund will hier auch sehr stark aktiv werden. Und gelabelt ist das jetzt seit dem letzten Jahr sehr stark unter dem Begriff der digitalen Souveränität, also quasi der digitalen Unabhängigkeit und einem souveränen Agieren, also einem selbstständigen und sich selbst sehr gut auskennenden Agieren im technischen Raum. Und hier kann Open-Source-Technologien natürlich sehr, sehr stark dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Denn es geht ja darum, dann tatsächlich Tools anzuwenden, die eben nicht auf fremde kommerzielle Dienste zurückgehen und damit abhängig sind von deren Updates, Upgrades oder Softwareveränderungen und auch Fehlermeldungen nur sendet, wenn es diese senden möchte, sondern die Dinge selbst in die Hand nimmt, sich selbst in die Karten schauen lässt, welche Art der Software benutze ich und damit eben natürlich auch eine eigene Ermächtigung für die Behörden schaffe. Man muss auch daran denken, dass der Großteil des gesamten Internets ja basiert auf Open Source. Also das wird vielleicht vergessen, wenn man nur an die ganz großen Player heutzutage nennt. Das sind ja Software- oder Hardwarefirmen, aber das gesamte Internet, ein Großteil davon basiert auf Strukturen, die Open Source basiert sind. Und nur so ist es natürlich in den letzten Jahrzehnten möglich gewesen, das Internet in seiner Form der Freiheit, der Offenheit auch zu erhalten, weil eben der Großteil nicht kommerziell hinterlegt ist. Also ich erwähne nur Linux oder das Open Office, die Wikipedia oder der Messenger-Dienst Signal, die im nicht kommerziellen Bereich Open Source angesiedelt sind. Warum ist das vorteilhaft? Open Source, also man lässt sich in den Code einsehen, macht es mich dann nicht verletzbar, kann da nicht jeder sich einhacken? Nein, man stellt ja quasi nur den Bauplan ins Internet und zeigt also damit eine Offenheit, aber lädt ja damit auch dazu ein, die Dinge weiterzuentwickeln. Die Corona-App ist ja auch nicht ohne Grund Open Source basiert, hat sich also damit quasi das Vertrauen auch der Bevölkerung eingeholt mit dem Versprechen, wir zeigen euch ganz genau, was wir machen. Wenn wir schon persönliche Daten von euch sammeln wollen, könnt ihr ganz genau sehen, was da programmiert ist und was mit diesen Daten passiert. Und nicht ohne Grund hat dann der Chaos Computer Club ja auch gesagt, ja, wir haben uns das angeschaut. Normalerweise kritisieren wir Softwareprojekte der Bundesregierung. Hier haben wir gar nicht viel zu kritisieren. Das ist gut gelaufen. Und das ist natürlich dann für alle Seiten, glaube ich, eine gute Basis, um sich auch eines Problems anzunehmen. Aber auch hier kam dann irgendwann ja die Erkenntnis, ein technisches Tool hilft nicht oder ist nicht Hauptmotor, um eine Pandemie zu bekämpfen. Vorteile nochmal ganz kurz zusammengefasst, Open Source. Ich kann eben Fehler selbst entdecken, also das ist für Verwaltung unglaublich wichtig. Ich kann einfach selbst sehen, was funktioniert nicht. Ich kann selbst reparieren, wenn etwas nicht funktioniert. Dieser Aspekt wird noch gar nicht viel diskutiert. Das ist aber ein Aspekt, der gerade im Bereich Nachhaltigkeit, Grün und Klimawandel, wenn man sich das vor Augen führt, wird das immer wichtiger, dass Soft- und Hardware auch selbstständig weiterentwickelbar sind, reparierbar sind, um nicht ständig neu kaufen zu müssen.
wird das in den nächsten Jahren noch viel, viel größer werden. Also Soft- und Hardware, die das jetzt schon beinhaltet, wird große Vorteile in den nächsten Jahren haben. Ich kann auch bedarfsgerechte Module anbauen und integrieren, also genau das machen, was meine Kommune braucht. Wenn ich ein Tool für Konsultationsprozesse brauche, kann ich die in meine Struktur schon integrieren, genau wie ich es brauche. Wenn ich meine Haushaltsdaten gerne über spezielle Diagramme visualisieren möchte, kann ich das dann genauso umsetzen, wie ich es möchte, und brauche dann nicht ein externes Tool, was ganz andere Möglichkeiten liefert, aber nicht das, was ich eigentlich brauche. Und sehr, sehr wichtig natürlich auch, es bietet die Möglichkeit, die Einladung auch an andere mitzuwirken, weiterzuentwickeln, die Software nachzunutzen, Verbesserungsvorschläge zu machen. Und genau in diesem Bereich entstehen natürlich auch ganz, ganz viele Innovationen. Also so gesehen ist Open Source nicht nur ein altruistisch hehrer Gedanke der Demokratie und stärkt uns in der digitalen Souveränität als Kommune, sondern bietet auch wirtschaftlichen Aspekten, also Innovation, ein großes Potenzial, indem ich einfach gucke, welche Art der Module brauche ich noch, was kann man da noch bauen, was die Gespräche, die sich daraus entspinnen, können ja nicht selten auch zu innovativen Lösungen und neuen Angeboten führen. Mittelfristig ist das Ganze auch preiswerter. Einziger Nachteil, es braucht eine Expertise natürlich, das dann im Haus selbst auch aufzubauen und zu betreiben. Also man kann es nicht von jetzt auf heute einführen, sondern man muss das natürlich mit personellen Kapazitäten gut hinterlegen. Viertens, Zivilgesellschaft und Verwaltung müssen immer wieder zusammenkommen und miteinander an Lösungen arbeiten. Das ist einer unserer Hauptgedanken in der Open Knowledge Foundation. Also bürgernah, transparente, inklusive Kommunen brauchen den Austausch zwischen den Sektoren, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, und um Vertrauen, aber auch in das gemeinsame Arbeiten zu erschaffen, braucht es zunächst Zeit, wahrscheinlich auch einen langen Atem, da die Strukturen immer sehr unterschiedlich funktionieren. Aber es lohnt sich, denn Lösungen für das Gemeinwesen lassen sich am besten gemeinsam suchen, wenn die Nutzenden, die BürgerInnen, die eher die Datenproduzentinnen von der Verwaltungsseite, aber auch wirtschaftliche Akteure, Wissenschaft, Journalisten, alle zusammenkommen und schauen, welche Art der Probleme gibt es denn und wie wollen wir diese lösen. Zivilgesellschaft wird da sehr häufig nicht inkludiert, weil sie sich natürlich nicht proaktiv mit einem Sensorsystem für Parkplatzsteuerung in Aktion bringen, sondern eher im Hintergrund agieren. Ich habe mal gestern das Wort Hacker in eine Suchmaschine eingegeben. Das ist ja so ein bisschen der Zivilgesellschaft, also Einzelakteure, die viel am Computer rumhängen, dann kommen genau diese Bilder. Ich glaube, keins davon ist irgendwie positiv konnotiert. Und dann liegt es auch nicht fern zu sagen, ja gut, die Zusammenarbeit und kritische Infrastruktur der Kommunen können wir natürlich nicht mit solchen Leuten zusammenbauen. Bei uns sieht das eher so aus. Vielleicht ist das dann eher ansprechender, also die Realität von Menschen in Deutschland, aber auch sonst wo, nennen sich auch Hacker, aber auch, und das benutzen wir ganz gerne, den Begriff des digitalen Ehrenamtes, also Personen, die digital begeistert sind, sich nach Dienstschluss auch nicht nur für Computer und Programmieren interessieren, sondern ganz klar auch sagen, ich möchte was Sinnvolles programmieren und gucken, was meine Kommune so braucht und welche Probleme ich auch damit lösen kann, also gemeinwohlorientierte Hacker, gibt es überall in Deutschland. Wir als Open Knowledge Foundation haben eine Struktur 2014 dazu geschaffen, ein Netzwerk Code for Germany, also schon die Gemeinwohlorientierung im Titel, und vernetzen hier kommunal aktive, digital Ehrenamtliche, die sich gerne auch den gesellschaftlichen Fragen widmen. Anfangs eher allein tatsächlich, weil Verwaltung eher noch zurückhaltend war. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Kooperationen. Mittlerweile sind auch Räume entstanden, also wirklich physische Räume des Austauschs, in denen man sich regelmäßig trifft,
nach Lösungen sucht, Best Practices aus anderen Orten in Deutschland austauscht, guckt, ob man etwas übernehmen kann. Auch Verwaltungen kommen gerne und tragen ihre Herausforderungen dort hinein und fragen, ob es digitale Lösungen oder Ansätze geben kann. Also hier werden tagtäglich auf kommunaler Ebene Brücken geschlagen zwischen den Sektoren, manchmal für kleinere, manchmal für größere Problemlösungen. Und es trägt zur Vertrauensbildung, aber auch tatsächlich zur Generierung von guten neuen Ergebnissen für die Kommunen bei. Und das stärkt natürlich dann auch die nachhaltige, ja, smarte Stadt oder auch den ländlichen Raum. Also wir ermutigen dazu sehr, mehr intersektoral die Kooperation zu wagen und auf allen Seiten aber auch die Offenheit zu zeigen, also den Hackern gegenüber, die anders ticken, aber auf deren Seite natürlich auch das Verständnis für bürokratische Strukturen. Hier ist noch kurz eine Karte unserer verschiedenen Labore. Wir nennen das Labs. Es gibt mittlerweile 31 in ganz Deutschland. Und dort treffen sich eben diese digital Begeisterten, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Im Saarland gibt es beispielsweise auch ein Lab. Ich schließe meinen Vortrag mit 4 ganz kurzen Beispielen, was da so entstehen kann an großen oder kleinen Dingen, um auch mal anschaulich zu sehen, wie die Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung funktionieren kann. Berlin, das ist hier oben links, weiß man ja, Internet in der Schule sehr schlecht. Und gerade letztes Jahr mit Corona war das natürlich wieder ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und hier wurde dann einfach aus Daten, die Schulverwaltung ja veröffentlicht hatte, eine Visualisierungskarte über Breitbandverfügbarkeit ins Internet gestellt, also diese Daten benutzt und eine Karte erstellt, die es auf einen Blick eben zeigt, ist meine Schule eigentlich an Breitband angeschlossen oder nicht? Ein kleines Beispiel. Oben rechts haben wir dann angefangen in Stuttgart, nicht ohne Grund, gibt es mittlerweile eine europaweite Feinstaub-Datenbank. Also hier wurde mittels einer Baukastenanleitung erklärt, wie man selbst als BürgerInnen ein Luftdatenmessung bauen kann mit einigen Produkten aus dem Baumarkt, geht das ganz einfach. Die Daten, die dann dort auf dem Fenster SIMS gewonnen werden, werden dann ins WLAN eingespeist, in eine Datenbank übertragen. Und das zeigt mir dann in Echtzeit auf einer schönen Karte europaweit, wie hoch die Feinstaubbelastung vor meiner Haustür ist. Und das ist eben ermöglicht mit diesem Ansatz der Citizen Science, also der Bürgerwissenschaften, wo Bürgerinnen selbst die Daten erheben, gemeinschaftlich einspeisen und man sich dann ein großes Bild machen kann. Unten links, das hatte ich schon angesprochen, eine Website Offener Haushalt, in der alle Kommunen in Deutschland ihre Haushaltsdaten einpflegen können nach einem gemeinsamen Datenstandard natürlich. Und dann werden diese Haushaltsdaten, also was gibt man eigentlich für welche Kostenpositionen aus, visuell verständlich dargestellt. Im Saarland gab es leider noch keine Kommune, die das gemacht hat. Ich habe deshalb ein anderes Bundesland ausgewählt. Und hier kann man sehr fein und genau sehen. Ich habe den Schulbereich genommen, da gibt es genau eine Grundschule und man kann dann immer weiter reinklicken in diese Vierecke und bis zur Büroklammerbestellung sehen, wie viel Geld eigentlich ausgegeben wird. Alternativ, ohne diese Website sind es halt ganz viele Seiten PDF-Dokumente mit Fließtext und Zahlen, durch die man sich wühlen müsste, um zu dieser Art der Informationen zu gelangen. Letzter Punkt, das Projekt Politik bei uns macht kommunale Entscheidungsprozesse im Rathaus transparent und zugänglich, denn es zieht Dokumente aus den Ratsinformationssystemen in eine Volltextsuche und kann eben verschiedene Filterfunktionen durchführen. Das klingt auch relativ banal, aber auch hier gibt es bisher keine Alternative, außer man wühlt sich durch eigene, ja, kommunale Systeme, die sehr unterschiedlich gestaltet sein können, von PDF-Dokumenten bis Anfragen per E-Mail, wo man ein paar Informationen bekommt oder auch nicht, ist das ein Tool, wo ich einfach auch gucken kann, was wurde da eigentlich entschieden mit der Brache um die Ecke, wird da jetzt der Supermarkt oder die Kita gebaut und wer hat da im Rat
im Rathaus bei der Abstimmung eigentlich dafür und dagegen gestimmt. Ich hoffe, die vier Beispiele haben ein bisschen veranschaulicht, wie produktiv es auch sein kann, von der Perspektive der BürgerInnen zu schauen und digitale Werkzeuge zu entwickeln, die dem Gemeinwohl dienen. Denn letztlich muss es zusammengehen, um auch nachhaltig, interessant, aktiv und demokratisch zu sein im digitalen Zeitalter. Und da helfen sonst die smarten Tools wenig, wenn sie von den BürgerInnen und Bürgern nicht angenommen werden. Ich freue mich auf die Diskussion und beende jetzt meinen Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Litter, für den wirklich sehr, sehr interessanten Vortrag. Wir werden mit Sicherheit noch auf einige Aspekte, die Sie angesprochen haben, hier zu sprechen kommen. Ich frage jetzt gerade mal noch an Carina, gab es denn direkte Verständnisfragen zum Vortrag von Frau Dr. Litter? Also es gibt jetzt einige Fragen schon hier in dem Chat, sowohl hier bei Teams als auch bei Facebook. Das sind allerdings eher schon Fragen, die in die Diskussion überleiten. Die würde ich dann also im Anschluss nochmal einbringen. Ja, okay. Dann die inhaltliche Diskussion würden wir gleich führen. Dann würden wir jetzt auch schon zum zweiten Teil übergehen, nämlich die Diskussionsrunde. Dazu begrüße ich recht herzlich zwei Vertreter aus der saarländischen Politik. Zum einen Herrn Landrat Udo Rechtenwald aus dem Landkreis St. Wendel und zum anderen Herrn Amar Alcazar, Bevollmächtigter für Innovation und Strategie des Saarlandes. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier in den virtuellen Räumen der Arbeitskammer. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Herr Landrat Rechtenwald, das Smart City-Projekt des Landkreises St. Wendel, das wurde ja jetzt in der zweiten Staffel, ich glaube, es gibt insgesamt fünf unter 32 anderen deutschlandweiten Projekten vom Bundesinnenministerium ausgewählt und erhält jetzt in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro Förderung für Digitalisierungsaktivitäten. Können Sie uns das Konzept vielleicht auch mal im Hinblick auf die besonderen Herausforderungen des ländlichen Raumes etwas genauer beschreiben? Also was sind die Ziele des Vorhabens? Was sind aus Ihrer Sicht die Probleme des ländlichen Raumes? Und wie kann die Digitalisierung dabei helfen, diese zu lösen? Ja, vielen Dank und ein herzliches Willkommen in die Runde. Will ich gerne tun. Dass wir den Zuschlag bekommen haben, war auch kein Zufall, sondern wir sind ja schon seit einigen Jahren in solchen Prozessen unterwegs im Landkreis St. Wendel. Wir haben vor 10 Jahren ein Klimaschutzkonzept entwickelt, um Null-Emissions-Landkreis zu werden. Und wir waren gefördert vom Bund bei Smart Village, Landaufschwung, wo wir ja über das Smart Village-Projekt im Rahmen der Daseinsvorsorge bereits erste Akzente setzen konnten und deswegen mit einem eingespielten Team unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises dann auch uns bewerben konnten bei Smart Cities und dafür jetzt vom Bund 15,8 Millionen in den nächsten 7 Jahren bekommen. Das ist im Übrigen für uns ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, fremdbestimmt irgendwelche Unternehmen damit zu beauftragen, die Region smarter zu machen, sondern dass wir natürlich das selbst in die Hand nehmen, über unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft, in der auch alle Gemeinden vertreten sind und über den Landkreis. Und der CDO, den es dazu gibt, der ist auch Stabsstelle des Landrates, also bei mir in der Verwaltung. Und es gibt auch einen Datentreuhänder, soweit zum Thema Datensicherheit und Datenschutz, der ja hier eine wichtige Rolle spielt. Wir waren von Anfang an geleitet bei der Bewerbung und bei diesem Projekt davon, dass wir zum einen gesagt haben, wie es eben ja auch schon angedeutet wurde, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo einen Aufkleber aufpeppen, wir sind smart, sondern es geht darum, Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger einer ländlichen Region zu gewinnen. Und eine ländliche Region hat ja gegenüber dem Ballungsraum im analogen Leben Nachteile, wenn es darum geht, Unternehmen anzusiedeln, Wirtschaftsleistung zu akquirieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Angebote auch zu schaffen. Und die Digitalisierung ist aus unserer Sicht eine Chance, im Rahmen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und der Teilhabe der BürgerInnen auch die Daseinsvorsorge zu stärken.
Wir sind allen BürgerInnen verpflichtet, ihnen die gleichen Angebote und Möglichkeiten bieten zu können, möglichst wie in anderen Regionen auch. Und ich sage mal, durch Digitalisierung und durch smarte Entwicklungen ist es völlig egal in Zukunft, ob ein Unternehmer auf dem flachen Land bei uns in der grünen Wiese sitzt oder in Frankfurt, Berlin oder Köln. Entscheidend ist, dass er die technischen Voraussetzungen hat, um sein Wirtschaften leisten zu können. Und deswegen ist das für uns, auch die Infrastruktur zu schaffen, die dazu notwendig ist, das alleroberste Gebot. Und bei diesem Smart Cities Projekt geht es darum, die Mobilität der Menschen, der Daten und der Waren zu stärken. Und deswegen haben wir uns da vier Projekte auf die Fahnen geschrieben. Zum einen Daseinsvorsorge. Ich will das jetzt nur anreißen, das führt zu weit. Daseinsvorsorge heißt also Lebensmittelversorgung, dann auch über Online-Systeme mit dem regionalen Handel und nicht über Amazon, sondern über ein regionales Tool und auch mit regionalen Anbietern, Wirtschaftsanbietern, auch begleitet. Das Stichwort ist vorhin gefallen, das hat mir gut gefallen, digitale Ehrenamtler. Nämlich genauso Plattformpaten haben wir auch, Dorfcoaches, die die Menschen mitnehmen. Wir müssen nämlich alle mitnehmen. Das ist ja die Gefahr, dass ich digitalisiere und ein Teil der Bevölkerung kann nicht mitgenommen werden, weil sie entweder die Voraussetzungen nicht haben, die Möglichkeiten nicht haben oder überfordert sind. Und deswegen brauchen wir solche Dorfcoaches, solche Paten, die diese Menschen bei diesem Prozess begleiten. Und da geht es um Lebensmittelversorgung, es geht um Telemedizin, es geht um Bildung, es geht um Mobilitätskonzepte, es geht um Bürgerdienste, also auch eine Beteiligung, eine aktivere Beteiligung der Bürger durch digitale Prozesse am politischen Geschehen und eben auch um das Thema Arbeitsplatz, Wirtschaft und letztendlich natürlich Effizienz und damit auch Kosten. Wie wurde denn die erfolgreiche Bewerbung von den BürgerInnen in Ihrem Landkreis aufgenommen? Wie ist da die Erwartungshaltung? Fehlt vielleicht bei manchen noch ein bisschen auch das Bewusstsein für die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet? Oder ist der Begriff Smart City teilweise vielleicht sogar mit Erwartungen überfrachtet, die man gar nicht ganz erfüllen kann? Wie schätzen Sie das in Ihrem Dialog mit den BürgerInnen ein? Also Smart City ist ja zunächst einmal ein falscher Begriff für unsere Region. Wir wollen ja eigentlich eine Smart Region werden, weil wir keine City im eigentlichen Sinne sind, sondern eine ländliche Region. Und natürlich ist es so, dass die BürgerInnen noch nicht antizipiert haben, was sich dahinter alles verbirgt. Natürlich gibt es einzelne Module, wenn ich das Thema lokale Versorgung mit Lebensmitteln mir anschaue, da haben wir ja ganz konkrete Projekte bereits, wo wir in einzelnen Dörfern Bürgern, die kein Lebensmittelgeschäft mehr haben, die Möglichkeit bieten, digital zu bestellen. Es gibt dafür eine Plattform und da gibt es eben auch diesen Coach, der sie unterstützt und begleitet und diese Bestellung mithilft aufzunehmen und nachher auch dafür zu sorgen, dass die Bestellung bei den Menschen ankommt und das verbunden mit einem sozialen Treff im Dorf. Also da muss keiner allein zu Hause sitzen und seine Lebensmittel bestellen, da kriegt er die geliefert, sondern man trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus, frühstückt zusammen. Das sind überwiegend auch ältere Menschen, die dann auf dem Wege den Verlust des Lebensmittelgeschäftes vor Ort kompensieren. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo Menschen den Nutzen erfahren. Und da sind auch Leute dabei, die sind fast 90 und mit Unterstützung dieser Paten auch in der Lage, digital diese Prozesse zu machen. Das ist ja nur ein kleiner Baustein. Also da zeigt sich aber schon, dass die Menschen verstehen lernen, welche Chancen sich da bieten, wenn sie nicht mehr mobil sind und in der Lage sind, in die Stadt zu fahren zum Einkaufen, dies dann auf diesem Wege zu tun und gleichzeitig aber auch soziale Kontakte damit zu verbinden. Denn ich bin absolut überzeugt, es geht nicht um die Frage digital oder analog, sondern es geht um die Frage digital und analog. Wir brauchen beides, allein aus sozialen Gründen und deswegen gehört beides zusammen. Aber es sind natürlich noch viele Schritte jetzt notwendig, um die Menschen davon zu überzeugen, mitzunehmen, ihnen zu erklären, welche Potenziale stecken da drin. Ich nenne noch ein Beispiel. Wir haben eine App, eine Dorffunk-App in einzelnen Dörfern entwickelt. Das hat in einem Dorf begonnen. Der Ortsvorsteher dieses Dorfes ist, glaube ich, heute auch dabei, in Haspern-Dautweiler.
und hat sich mittlerweile ausgebreitet auf die ganze Gemeinde, auf viele andere Dörfer, wo die Menschen über diese App miteinander kommunizieren. Also alles Mögliche. Informationen austauschen, Frage stellen, vernetzen. Was das ist, gerade jetzt in Pandemiezeiten von großem Wert, weil sich zeigt, dass auf diesem Weg die Menschen auch nochmal vernetzt miteinander agieren können. Also das sind ganz konkrete Beispiele und da gibt es noch viele andere. Wir haben die Vereinsplattform im Netz, wo die Vereine sich vernetzen können. Also da zeigt sich der konkrete Nutzen und das ist der Weg. Und wir wollen die Menschen, die BürgerInnen auch analog und digital mitnehmen, beteiligen, Ideen sammeln und an ganz konkreten Beispielen dann auch zeigen, wie es geht. Ja, vielen Dank, Herr Reckenwald, für den Einblick erstmal in die Digitalisierungsaktivitäten in Ihrem Landkreis. Wir werden sicherlich auch nochmal darauf zurückkommen. Herr Alkaser, wie wurde denn die erfolgreiche Bewerbung vom Landkreis St. Wendel von Seiten der Landesregierung aufgenommen und wie ist denn Ihre Vision der smarten Stadt von morgen? Sie sind noch muted, Sie müssen noch Ihr Mikrofon anschalten, ja. Immer das Gleiche, ja. Das kann man wahrscheinlich noch 2 Jahre machen und machen es immer noch so. Dann erzählen wir das. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, das ist wirklich eine unglaubliche Erfolgsstory vom Landkreis St. Wendel. Und es ist genauso, wie das der Udo Reckenwald gesagt hat, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, das basiert auch darauf, dass der Udo Reckenwald nicht nur tolle Mitstreiter hat, sondern auch viele tatsächlich kommunale, ehrenamtliche, kommunale, hauptamtliche Bürgermeister in seinem Landkreis hat, die alle mitgezogen sind, die alle auch mit Ideen beisteuern. Das merke ich auch hier im Land. Es kommen viele gute Ideen tatsächlich auch aus St. Wendel. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass man dann am Ende erfolgreich ist. Weil es geht nicht nur darum, dass man einen tollen Antrag schreibt, sondern diejenigen, die ihn bewerten, merken ja auch, ob da wirklich Ideen dahinter steckt, ob da wirklich eine Leidenschaft dahinter steckt, die entsprechenden Dinge umzusehen. Das ist aber auch insgesamt für uns im Land, also auch für die anderen Kommunen, ein echter Gewinn, weil wir Dinge ausprobieren müssen. Wir haben ja, das ist ja für uns, auch wenn das ein Begriff ist, der sozusagen ein bisschen kritisch aufgenommen worden ist, aber es ist Neuland für uns vieles. Also tatsächlich viele Dinge, die wir heute gerne machen würden. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Und die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist, das auszuprobieren. Wir können sozusagen auf dem Trockendock nicht alles bis zum Ende durchprobieren. Wir müssen neue Konzepte überlegen. Wir müssen auch mutig sein. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen, was ich vorhin auch in den 2 Vorträgen gehört habe. Es sind ja viele Ideen mit dabei, wo wir nicht wissen, funktionieren die, funktionieren nicht. Das sind Hinweise auf Dinge, die wir auf den Weg bringen müssen. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr machen. Das ist übrigens etwas, was uns schwer fällt. Es fällt uns, sagen wir mal, kulturell als Deutsche schwer, Dinge einfach auszuprobieren, von denen wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Das fällt uns aber auch in der Verwaltung schwer. Das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten 2,5 Jahre machen musste. Die Verwaltung ist ja erstmal auf Sicherheit ausgelegt. Das bedeutet, Dinge, die noch nicht wirklich geprüft sind, umzusetzen, verursacht bei vielen Unbehagen. Aber das hat die Pandemie auch gezeigt. Wir können es. Wir haben in der Pandemie Dinge umgesetzt, die wären früher undenkbar gewesen. Ich gebe mal nur ein Beispiel, Rechtsverordnungen. Wir haben hier Rechtsverordnungen in der Landesregierung umgesetzt, von der Erstellung der Rechtsverordnung bis zur Veröffentlichung im Amtsblatt innerhalb von 3 Tagen. Inklusive Ministerratsbeschluss und allem, was dazugehört, das wäre früher undenkbar gewesen. Da hätte man irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, bis das mit allen Ressorts abgestimmt worden ist, mit allen Stakeholdern. Die Zeit war aber nicht da, deswegen ist man ein Risiko eingegangen und hat gesagt, naja, dann müssen wir halt Dinge so machen, wie wir es in einer ersten Prüfung einschätzen. Und wenn sich dann rausstellt, es war ein Fehler, dann müssen wir nachsteuern. Und es hat sich rausgestellt, dass wir Dinge beschlossen haben, die Gerichte wieder einkassiert haben, weil sie gesagt haben, na, das sehen wir anders. Dann haben wir nachgesteuert und auch angepasst. Also wir haben aber eine ganz andere Denkweise, einen ganz anderen Prozess eingebracht. Und das ist etwas, was auch für die Digitalisierung wirklich wichtig ist, weil es eben auf der einen Seite viele Dinge gibt, die noch unklar sind, aber auch die Digitalisierung Dinge ermöglicht, die früher oder in anderen Konzepten nicht möglich waren, nämlich nachzusteuern. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man jetzt irgendwie eine Brücke baut, irgendwie einen Riesenteil für 60, 70 Millionen Euro und das ist nicht richtig durchgeplant, dann ist es blöd, wenn man die dann wieder abreißen muss oder wenn die in sich zusammenfällt. Wenn wir aber in kleineren Schritten Digitalisierungsexperimente machen und die funktionieren noch nicht direkt, dann können wir nachsteuern,
weil wir dann auch an den Systemen selber nachjustieren können. Also wir haben auch andere Möglichkeiten, das tatsächlich mit aufzubringen. Also von daher auf die Frage, wie das für uns sozusagen wirkt, es ist tatsächlich ein guter Aufschlag, um hier im Land die Digitalisierungskultur zu prägen, auszuprobieren, die Menschen mitzunehmen, so wie es der Udo Rechtenwald auch gesagt hat, und auch auf die Veränderungen, die ein Stück weit auch auf uns einprasseln, noch viel stärker zu reagieren. Ich würde gerne sozusagen nur ein Beispiel bringen, weil da die Frage auch, Udo hat es eben gesagt, was die Regionalisierung angeht. Wir haben die Frage, was machen wir denn mit unseren Innenstädten? Wo stehen wir denn mit dem Einzelhandel? Das sind Herausforderungen, bei denen die Digitalisierung sozusagen den Anschub gegeben hat. Aber das sind ganze gesellschaftliche Prozesse, die dahinter stehen. Es verändert die Art auch, wie wir ein bestimmtes Selbstverständnis haben. Also zum Beispiel, es geht auch um die Frage des Wettbewerbs. Wir haben eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland, die sehr stark vom Mittelstand getrieben ist. Wir haben jetzt aber Situationen, der Einzelhandel ist so ein solches Beispiel, wo sich Firmen etablieren, die Monopolstrukturen aufbauen. Das ist sozusagen eine ganz neue Herausforderung, die wir haben. Da ist sozusagen die eine Auswirkung, die wir sehen, dass dadurch sozusagen der Einzelhandel in den Innenstädten betroffen ist. Aber es geht um viel mehr. Es geht darüber, dass wir Firmen schaffen, die ein Stück weit die Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen, aushebeln. Und da geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob das jetzt ein amerikanischer Konzern ist wie Amazon oder ein anderer amerikanischer Konzern, übrigens wie Google, der mit seiner Kampagne mit den Einzelhändlern jetzt sich sozusagen als der Gute darstellt gegenüber Amazon. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann merkt man, dass dort auch eine ganz massive Wertschöpfungsverschiebung stattfindet. Und ein Beispiel, das mir immer wirklich sehr, sehr, sehr Einfluss, sehr, sehr deutlich gemacht hat, was das bedeutet, ist, wenn man sich anschaut, wie war denn früher die Anteile verteilt beim, sagen wir mal, wenn ich einen Schuh kaufe in irgendeinem Laden. Nehmen wir mal in der Königsallee in Düsseldorf, da sind die Mieten relativ teuer. Das heißt, wenn ich dort einen Schuh kaufe für 100 Euro, dann gehen, weiß ich, davon 30 Euro, 20 Euro an den Inhaber von dem Ladengeschäft, in dem ich war. Also das bedeutet, der diese Immobilie gebaut hat, der hat davon profitiert und der verdient daran, dass das an einer sehr belebten Straße oder einer berühmten Straße war. Wenn ich zu einem Geschäft gehe, das vielleicht in einer Seitenstraße war, bezahle ich weniger. Dafür bekommt auch derjenige, der diese Immobilie bereithält, weniger. Dann bekommt der Verkäufer ein bisschen was und am Ende des Tages der Logistiker und so weiter. Und am Ende des Tages bekommt der das Produkt hergestellt hat, auch einen kleinen Anteil. Das hat sich heute massiv geändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Zalando was einkaufe, ich kenne die Zahlen von ein paar Jahren, da war es so, als Zalando einen Umsatz von rund 1 Milliarde gemacht hat, war der Anteil der Werbung, die an Google gegangen ist, lag bei 300 Millionen Euro. Also es bedeutet, wenn ich bei Zalando einen Schuh für 100 Euro kaufe, dann gehen 30 Euro davon an Google. Das ist sozusagen das Pendant zur Straße, zur Immobilie an einer guten Straße, wie es früher gegeben hat. Der Unterschied ist nur, dass sozusagen die Immobilien nicht alle einem gehört haben, sondern zum Teil verteilt sind und dass tatsächlich aber die Werbung im Wesentlichen dann an Google geht. Das hat massive Auswirkungen auf Monopolisierungsstrukturen, auf die Strukturen, wie es aussieht. Das heißt, es ist auch die Frage, wie können wir dafür Sorge tragen, dass dann nicht auch unsere Wirtschaft, unsere Einzelhändler, auch wenn sie sozusagen noch weiter existieren, dann von einem abhängig sind, von einem Amazon, von einem Google oder sozusagen von anderen, die mit dabei sind. Und das funktioniert eben nur, indem wir selber ein Stück weit auch kreativ sind, bestimmte Ideen selber entwickeln und ein Stück weit Alternativen dafür Sorge tragen, die genauso effizient sind wie diejenigen der großen Anbieter. Aber es geht auch nur, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen, die der Bund setzt, aber auch die Europäische Union, diesen Anbietern helfen und dann vorangehen. Aber das kann auch aus sozusagen der Mitte, aus unserer Mitte, aus dem herauskommen, was wir sozusagen für wichtig erachten. Und deswegen, glaube ich, sind diese Experimente, diese Tests, die mit auch dieser Initiative umgesetzt werden können, so wichtig, weil wir damit auch
wissen, welche Rahmenbedingungen wir insgesamt setzen können. Und das ist eine Aufgabe, die ich gerne auch übernehmen würde, lieber Udo, auch an euch, dass sozusagen die Dinge, die ihr merkt, wo ihr sagt, da können wir aber nichts selber machen, das müssen andere entscheiden, dass wir das mitnehmen und da mit unserem Einfluss mit reinbringen. Vielleicht soweit zu einer, sozusagen in der ersten Runde. Vielen Dank, Herr Alkasser. Und ich würde mal schauen, was jetzt online alles los ist. Carina, da tut sich bestimmt was. Haben wir schon Fragen? Ja, genau. Wir haben jetzt in den Chats einige Fragen erhalten, die sich in erster Linie noch auf die Vorträge von Frau Dr. Strüwer und Frau Dr. Litter beziehen, an die aber sicherlich Herr Rechtenwald und Herr Alkasser auch anknüpfen können. Ich würde die, also vielleicht mal einsteigen mit den Fragen an Frau Dr. Strüwer. Da war zum einen die Frage von Matthias Hoffmann. Sie hatten ja erwähnt, dass Smart vielleicht nicht mehr ganz der richtige Begriff ist. Da wäre dann die Frage, was Ihr Vorschlag für einen Nachfolgebegriff für Smart wäre. Und vielleicht auch daran anschließend gibt es die Frage von Achim Später. Der meint, Sie haben ja kritische Positionen gegenüber den Smart City Konzepten vertreten und ob Sie aber auch positive Beispiele sehen, wo es vielleicht tatsächlich doch schlaue Umsetzungen abseits des technologischen Mainstreams gegeben hat. Vielleicht erstmal diese beiden Fragen an Frau Dr. Strüwer und dann würde ich gleich nochmal die Fragen an die Frau Dr. Litter anschließen. Wie war die erste nochmal? Sorry. Ich habe gerade festgestellt, dass die ganze Zeit meine Kamera aus hatte und das habe ich so bewegt. Zweite habe ich noch mitgekriegt. Die erste Frage war die Frage nach Ihrem Vorschlag für einen Nachfolgebegriff. Achso, genau. Ja. Also ich muss, oder das kann ich auch gleich zu beiden Fragen sagen. Ich gucke mir das halt an als Stadtforscherin. Ich bin nicht Technologieforscherin oder sonst was. Ich bin Stadtforscherin und mich interessiert städtisches Zusammenleben. Und ich habe halt beobachtet, dass es im Streit um, wer ist die beste, schnellste, höchste, gesündeste Stadt tatsächlich, und da bin ich nicht alleine in dieser Beobachtung, so eine Abfolge gab. Also es war lange Zeit die grüne Stadt, die gesunde Stadt, die kulturellste Stadt, ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge, egal. Und in den letzten 5 oder eventuell sogar 10 Jahren war es halt die smarte Stadt und das ist nicht unbedingt gebunden an Digitalisierung. Ich habe keine Vorstellung für einen besseren Begriff oder einen Alternativbegriff. Ich würde eher vorschlagen, dass die Städte und damit, dass sie nicht einen gemeinsamen Begriff brauchen, sondern tatsächlich gucken, was ist denn das oder was sind die vorrangigen Probleme bei uns und wie wir die angehen wollen, so können wir uns auch titulieren. Das muss aber insgesamt gar nicht sein. Also ich fände viel wichtiger, dass die Probleme als solche im Vordergrund stehen sollten und nicht der Titel, den man das gibt. Und in der Stadtforschung hat das eine bestimmte Genese, weil sich halt Städte zunehmend als Unternehmen verstehen und verstehen müssen und auch als Konkurrenten zu anderen Städten. Und in dieser Konkurrenz zu anderen Städten gilt es halt dann immer darum, sich schöne Titel zu geben und halt auch, dass die eine Stadt smarter als die andere ist. Also das ist nur ein Ausdruck dieser Titulierung. Die zweite Frage war, ja, ich bin absolut kritisch gegenüber diesen Mainstream Kategorisierung und Umsetzungsvorhaben. Deswegen war ich, glaube ich, auch hier eingeladen. Und wenn ich gefragt werde, ob es auch positive oder tatsächlich schlaue Beispiele kenne, würde ich mal mit technologischen anfangen. Gerade das Beispiel Carsharing ist zum Beispiel eins, was in der Stadt viel weniger sinnvoll ist als am Land. Am Land wäre Carsharing viel sinnvoller. Es sollten da nicht, wie auch in den Großstädten gerade, Plattformen von Automobilkonzernen sein, sondern vielleicht eher kooperative Plattformen. Aber dieser Freizeitverkehr, der zusätzliche Freizeitverkehr, der durch Carsharing in der Stadt entsteht, ist negativ zu beachten. Aber Carsharing als solches ist absolut positiv und wäre wahrscheinlich am Land sinnvoller. Wenn es aber darum geht, was ich mir unter schlauer Stadtentwicklung vorstelle, hat das wahrscheinlich relativ wenig mit technologiegetriebener Stadtentwicklung zu tun, sondern eher auch mit, was ist das Problem oder was sind die akuten Probleme und wie können wir die lösen? Bei diesen Lösungen können Technologielösungen dabei sein, aber es darf nicht das Angebot an bestimmten technologischen Machbarkeiten im Vordergrund stehen, bevor das Problem erstmal diskutiert ist und dann auch die Lösung diskutiert wird. Herr Rechtenwald hatte sich gemeldet. Haben Sie, bitteschön, ja. Ja, ich ist gerade bei dem Stichwort Carsharing dann auch nochmal darauf hinweisen, dass
wenn man darüber redet, ist das jetzt Mainstream oder ist das positiv oder negativ, ist aus unserer Sicht im ländlichen Raum ganz von konkreten Ansätzen und Überlegungen getrieben ist. Und da ist das Thema Mobilität ein ganz zentrales. Im städtischen Ballungsraum ist es relativ einfach, die Busse zu füllen oder die Transportmittel. Deswegen, ob man Carsharing jetzt ausgerechnet in der Stadt braucht, da kann man wirklich drüber diskutieren. Im ländlichen Raum ist es einfach schwierig, Bedarf und Nachfrage zusammenzubringen. Wenn man viele kleine Dörfer hat und viele weite Wege, sofern man im Saarland von weiten Wegen reden kann, dann ist es nicht ganz einfach, nach einem festen Taktfahrplan Busse fahren zu lassen. Das ist auch ökologisch nicht sinnvoll, die dann zu 75% leer sind, aber die zwei Personen, die den Bedarf haben, fördern. Deswegen glauben wir, dass wir auch über dieses Projekt, und da bin ich auch im Übrigen dem Amar Al-Qasar sehr dankbar dafür, für die Aussage, das halte ich nämlich für sehr wichtig, Dinge ausprobieren zu können, experimentieren zu können. Normalerweise haben wir 100 Vorgaben, wenn wir irgendwas machen als Kommune, müssen wir das Landesverwaltungsamt fragen, dürfen wir das und so. Und solche Förderprojekte geben uns die Chance zu experimentieren, auszuprobieren, auch Dinge zu machen, die vielleicht nicht funktionieren, aber daraus zu lernen. Und gerade bei der Mobilität wollen wir wirklich einen Weg finden, wie können wir denn on demand die Möglichkeit schaffen, auch appgestützt, digital gestützt, den Menschen die Mobilität dann anzubieten, wenn sie sie brauchen. Und nicht nach dem Motto, der Mensch richtet sich nach dem Angebot, sondern das Angebot nach dem Menschen. Und wenn ich eine Pizza bestelle, dann will ich die in einer halben Stunde essen. Und dann will ich nicht gesagt bekommen, die Lieferzeit ist aber erst in 4 Stunden. Dann habe ich keinen Hunger mehr. Und deswegen sehe ich da einen großen Nutzen drin. Das wollte ich nur gesagt haben. Mobilität ist hier für uns ein ganz zentraler Ausgangspunkt im ländlichen Raum. Herr Al-Qasar, Sie haben sich auch noch gemeldet dazu. Genau, ich würde einfach nur auf das nochmal einsteigen, auch was der Udo Reckenwald eben gesagt hat. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und ich würde gerne eine Lanze auch brechen zu mehr Mut und vielleicht auch ein Negativbeispiel bei uns nochmal sozusagen mitbringen insgesamt in Deutschland. Wir haben ja sehr, sehr heftig das Thema diskutiert mit sozusagen Fahrdienstanbietern, Fahrdienst-Apps wie Uber und andere, die sich dort sozusagen entwickelt haben. Und da gab es auch eine ganz massive Gegenbewegung, die vor allem getrieben worden ist von den etablierten Anbietern, Taxiunternehmen etc. Und da gab es eine Diskussion, bei dem dann sozusagen ein Stück weit auch die Angst hervorgerufen worden ist, naja, wenn man das jetzt öffnet, dann schreckt man das die sozusagen belastet dann die Taxianbieter und die Daseinsvorsorge, die dort durch Taxiunternehmen hergestellt werden, fällt dann weg. Das ist für mich ein typisches Beispiel, bei dem wir, glaube ich, auch an einigen Stellen einfach mehr Mut brauchen, um sozusagen bestimmte Dinge, auch bestimmte Konzepte neu zuzulassen. Gerade in einem Bereich, in einem ländlichen Bereich zum Beispiel. Und da gibt es echt tolle Beispiele in vielen Ländern der Welt, die zum Beispiel immer noch Schwierigkeiten haben, ein vernünftiges Mobilitätssystem zu haben. Bei denen haben diese Fahrdienstanbieter wirklich eine Revolution hervorgerufen, weil plötzlich viel mehr Menschen Kapazitäten auslasten konnten, die es früher nicht gegeben hat. Also wirklich nur als Idee, wenn ich irgendwo in einem ländlichen Bereich im Saarland arbeite, aber nach Saarbrücken reinfahre, dann kann man mit solchen intelligenten Lösungen andere Menschen finden, die dann auch mitfahren. Die Zuordnung von Angebot und Nachfrage, wie es der Udo Reckenwald ja zu Recht eben aufgeworfen hat, die kann dann mit einem digitalen Werkzeug vereinfacht werden. Und das erfordert eben, dass wir an einigen Stellen dann sozusagen den Mut haben, Dinge dann auch auszuprobieren und aus den Ergebnissen, die wir dort sammeln, dann eine Regulierung zu machen, die dann wirklich für alle wieder fair ist. Also die sozusagen das, was für uns wichtig ist, was die Voraussetzungen dafür sind, dass man solche Dinge anbietet und so weiter mit dabei hat. Was wir heute zum Beispiel haben, was wir jetzt beschlossen haben, bundesweit, ist ein Kompromiss, der so ist wie viele andere Kompromisse aus, der nicht wirklich dazu führen wird, dass dieses Potenzial entfesselt wird. Wir haben an vielen Stellen dann sozusagen Einschränkungen drin, die auch neue Ideen nicht ermöglichen. Und ich glaube, da müssen wir an einigen Stellen einfach ein Stück weit offener sein, kreativer sein, Dinge auszuprobieren
Und wenn wir dann ein oder zwei Jahre Sachen ausprobiert haben, dann eine klare Regulierung zu machen, die auch die negativen Auswirkungen von neuen Innovationen dann trotzdem wieder einfängt. Ja, ich würde dann vielleicht noch die anderen Fragen aus dem Chat nochmal anschließen, die sich jetzt vor allem an Frau Dr. Litter vielleicht in erster Linie mal richten. Da geht es vor allem nochmal um die Frage nach der Rolle besonders großer Unternehmen, auch der Frage nach Open Source. Zum einen konkret die Frage von Holger Meuler. Wie kann es denn gelingen, dass einerseits mehr Privatpersonen auf Open Source Angebote wechseln und aber vor allem auch, wie kann das in den Kommunen gelingen? Also wurde München jetzt nochmal als Negativbeispiel aufgeführt. Daran anschließend die Frage von Patricia Bauer. Es geht dann, also ja, schließt sich eigentlich direkt daran an. Wie kommt man dann im digitalen Ehrenamt überhaupt mit der Verwaltung im Gespräch, wenn Verwaltungen häufig schon bei den Lösungen der großen Tech-Konzerne irgendwie festgefahren sind sozusagen? Und wir haben aber auch die Gegenfrage hier aus dem Chat von Paul Kronberger, der danach fragt, ob wir mit Open Source und den angedockten Lösungen nicht vielleicht riskieren, dass dann keine Standards eingeführt werden und der Datenaustausch zwischen Kommunen wieder erschwert wird. Also vielleicht mal diese beiden Perspektiven in die Diskussion. Ja, vielen Dank. Spannende Fragen. Ich nutze aber natürlich auch gleich die Möglichkeit, nochmal Bezug zu nehmen zu dem, was vorher gesagt wurde. Also vielleicht auch zu der Frage nach einem alternativen Begriff für Smart Cities würde ich ganz klar dafür plädieren, von offen zu sprechen. Also da gibt es natürlich schon ganz viele Jahre das Konzept der offenen Städte, also die gesamte Open-Offen-Bewegung, die ja ganz viele Aspekte umschließt, von offenem Regierungshandeln bis zu offenen Forschungsergebnissen, ist ja da alles mit dabei und alle eint eben der Gedanke, dass offen demokratisch ist und offen eben neben der Kontroll- und Rechenschaftspflicht, der Transparenzpflicht eben auch eine wahnsinnig hohe Innovationsfähigkeit beinhaltet. Und damit sind eben Regionen, sollten sich auch so labeln, ich bin offen in verschiedenster Perspektive. Also und das ist eben gerade nicht, das haben ja Vorrednerinnen auch schon gesagt, nur auf die digitale Sphäre, auf digitale Tools und sowas bezogen, sondern generell an die Haltung, an das Herangehen, wie löse ich Probleme, wen beziehe ich ein, wie finde ich eigentlich zu Lösungen und welche Sektoren machen da mit. Und da geht es eben darum, alles im Blick zu behalten. Das wird immer anspruchsvoller natürlich dann auch für Verwaltung, aber so ist das heutzutage, würde ich dann sagen. Zu Mobilität glaube ich, da ist auch gerade für ländliche Räume ganz viel Musik. Da gibt es in ganz Deutschland unglaublich viele Aktivitäten, gerade auch aus dem Ehrenamt, was man mit Mobilitätsdaten, wenn sie denn zur Verfügung gestellt werden, machen kann, welche Möglichkeiten auch für Apps, für bedarfsgerechte Mobilitätsgestaltung man sich da auswählen kann. Und dann geht es nicht nur um Berlin, Hamburg, Köln, sondern tatsächlich auch gerade mit dem Fokus ländliche Räume. Also hier wäre ich sehr stark dafür und würde immer dafür plädieren, mehr Austausch auch zu wagen. Und das bietet natürlich dann auch so ein Bundesprogramm Smart Cities, wo man ja dann sich gerade mit seiner Peer Group, den anderen Geförderten, auch genau über solche Themen austauschen kann, um nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Denn viele der Herausforderungen, die sind ja auch in verschiedenen Regionen ähnlich. Auch wenn spezifische Kontextbedingungen natürlich anders sind, kann man ganz viel voneinander lernen. Jetzt aber zu Open Source. Also als erste Frage. Ich sehe da kein grundsätzliches Problem, dass man, wenn alle alles selbst entwickeln, das ist ja so ein bisschen Open Source, heißt ja nicht, dass man völlig chaotisch was Neues macht, sondern Open Source folgt natürlich auch einer Standardisierung, lässt aber eben diese Baupläne, also den Code offen einsehen oder man legt den in einer offenen Bibliothek ab. Also man kann sich das dann wie so ein Buch dann angucken. Und das folgt aber bestimmten Standards und diese sind dann natürlich über Schnittstellen in verschiedenste weitere Applikationen, Anwendungen, Sonstiges überführbar. Also das muss nicht dazu führen, dass es ein großes Wirrwarr gibt. Im Gegenteil, sobald eben diese Offenheit da ist und die bietet Open Source, kann man auch mit verschiedenen Standards wieder Schnittstellen auch
programmieren, die dann so eine weitere Integration, Beispiel Gesundheitsdaten, die ganz dezentral alle zum Robert-Koch-Institut müssen. Das muss nicht alles einheitlich eingespeist werden. Es muss eben nur sichergestellt werden, dass an diesen Schnittstellen diese Standards so programmiert werden, dass das funktioniert. Klar, 10.000 Standards möchte man nicht haben, aber es muss auch nicht ein einziger sein. Wenn ein Bundesland sagt, wir haben gute Erfahrungen mit dem und dem System, dann kann das auch unterschiedlich sein. Und hier hilft aber die Offenheit dann auch, das ganz schnell zu übertragen von einem auf das andere. Also das sehe ich nicht als strategischen Nachteil des Wirrwarrs. Und zur allerersten Frage Open Source für Kommunen und Privatpersonen, das sind ja unterschiedliche Aspekte. Bei Kommunen wird das sehr lange dauern. Das ist nichts, was man top-down von heute auf morgen umsetzen kann. Man kann aber natürlich mal anfangen mit einzelnen Bausteinen, um zu testen, wie funktioniert das. Also bestimmte Software-Elemente oder zum Beispiel mit Dienstleistungen, die man mit Externen zusammen macht, zu sagen, jetzt gehen wir mal auf Open Source. Wenn wir Softwareprojekte haben, die mit öffentlichen Geldern ja finanziert werden, dann wollen wir, dass diese Open Source sind. Dann lernen wir das schon mal mehr kennen und werden auch unsere eigenen Systeme mehr und mehr in diese Systeme öffnen. Das braucht aber auch wieder natürlich die Expertise, die man selbst in den Kommunen braucht, um so ein IT-Prozess gut zu begleiten. Also das sind ja Horrorprozesse, die jede Organisation lieber nicht hat, IT-Transformationsprozesse. Da gibt es aber mittlerweile gute Learnings, wie man sowas auch hinbekommt. Man darf aber nicht sagen, irgendwie das muss in 12 Monaten durch sein. Für die Zivilgesellschaft und Privatpersonen ist es dann nochmal schwieriger, weil es wenig Alternativen gibt. Also sowas wie WhatsApp kann ich mir runterladen, funktioniert gut. Und Datenschutz, ja, kümmert mich ja nicht so richtig, weil, ja, wird schon nichts Schlimmes passieren machen sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen dann Gedanken darüber, was abstrakt mal sein kann, weil meine eigenen Chats sind doch eigentlich sehr uninteressant und werden nicht ausgewertet. Und hier, denke ich, können Institutionen wie zum Beispiel die neu gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt eher eine Plattform bieten, um Alternativen auch für die Zivilgesellschaft aufzuzeigen und zu sagen, hier, wir sammeln Tools für euch, wie könnt ihr datenschutzkonform Videokonferenzen durchführen, die funktionieren, welche Messaging-Dienste braucht es, wie können zum Beispiel auch Sportvereine, die jetzt ja auch Mitgliederversammlungen durchführen müssen, die irgendwie ihre Mitglieder, die Fußballgruppen organisieren, das ja auch datenschutzkonform machen müssen. Es muss aber auch funktionieren, muss niedrigschwellig sein. Es darf jetzt kein Monster sein, sondern muss auch einfach gut und einfach sein. Und hier einfach so ein Wissensdatenbank aufzubauen, könnte eben so eine Stiftung machen, die ja explizit dann eben auch in allen Bundesländern und in den Kommunen unterwegs ist, um hier Hilfestellung zu geben, was Privatpersonen, aber auch was Vereine, gerade also zivilgesellschaftliche Organisationen brauchen, die ja zum Beispiel auch nicht die Mittel haben, sich jetzt mit großen Anbietern zusammenzutun, um ihre Mitgliederversammlung dann einfach kostenpflichtig über ein externes Tool durchzuführen. Und da braucht es noch mehr Unterstützungsleistung, aber auch mehr eigene neue Angebote. Und da ist generell Deutschland einfach noch nicht gut genug, solche Open-Source-Innovationen auch mehr in die Fläche zu tragen und als Alternativen zu etablieren. Also Frankreich zum Beispiel hat für die Verwaltung einen eigenen Messenger-Dienst jetzt eingeführt, der datenschutzkonform ist, und die nutzen jetzt ein eigenes Tool. Und sowas, ich glaube, in Deutschland ist das ja verboten, dass man WhatsApp nutzt in der Verwaltung, und dann wird es eben unter der Hand genutzt oder eben andere schlechtere Alternativen. Und da einfach mehr auch zusammenzuarbeiten mit Zivilgesellschaft könnte dabei nutzen, auch mehr zu entwickeln. Und bisher ist es in Deutschland einfach sehr stark auf so eine wirtschaftliche Nachnutzung ausgerichtet, was an Wirtschaftsförderung stattfindet. Aber gemeinnützige Tools, also Tools, die mir eine Arbeit erleichtern, aber kein Geld bringen, da wird wenig Augenmerk drauf gelegt. Mhm. Herr Alcazar hatte sich gemeldet. Ja, vielleicht nur ganz kurz auch, ich finde das klasse, und das ist aber
genau das, was wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben. Wir werden wir prüfen gerade die Einführung auch eines Messengers, übrigens auch den, der in Frankreich im Einsatz ist. Also das schauen wir uns auch sehr genau an. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie eben aufgeführt haben. Es macht wenig Sinn, dass wir uns nur darüber beschweren und sagen, Leute, ihr dürft da kein WhatsApp verwenden, aber keine Alternative anbieten. Irgendwie ist das sozusagen ein bisschen schwierig. Und da vielleicht noch einen Hinweis bringen, wie können wir sozusagen das zivilgesellschaftliche Potenzial entfesseln, sozusagen rauslocken, dass eben jenseits von etablierten Strukturen, die bisher nur durch Ausschreibungen und so weiter bedient werden konnten. Und das hat ganz gut funktioniert mit dem Hackathon BIRVS Virus letztes Jahr, das vom Bundeskanzleramt auf den Weg gebracht worden ist, mit tollen Ergebnissen. Es sind viele Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, dort entstanden. Und das Saarland ist eines der ersten Bundesländer, das den Nachfolgewettbewerb, nämlich Update Deutschland, jetzt auch begleitet und auch mitfinanziert. Da haben wir vor 2 Wochen auch mit den Landräten, aber auch mit anderen Kommunen den Aufruf gestartet, den ich hier auch nochmal in die Runde geben kann, den Aufruf vom Ministerpräsidenten, sich mit Ideen und Herausforderungen zu beteiligen, um genau sozusagen dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch bei technischen Umsetzungen sozusagen zu entfesseln. Also nicht nur in dem Bereich, wo wir sozusagen gute Ideen einbringen und darüber diskutieren, wie, weiß ich nicht, der Marktplatz besser gestaltet werden kann, sondern auch, wo wir Menschen die Chance geben, die sagen, wir haben hier eine tolle Idee, das kann man doch so umsetzen. Wir können einen Messenger bauen, wir können eine Lösung bauen, die dem Gesundheitsamt hilft. Diese Menschen wollen wir ansprechen, dass sich Teams bilden und wir geben auch eine Finanzierung, auch vom Land hier, um sozusagen jetzt das Ganze mit auf den Weg zu bringen. Also wirklich genau die richtigen Punkte, die Sie hier ansprechen und wir haben das, wie gesagt, schon mit auf den Weg gebracht und wir suchen wirklich Mitstreiter, die sagen, wir wollen das hier auch mit ins Feld bringen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch kurz bei dem Thema Technologiesouveränität und privatisierte Stadt kurz bleiben. Frau Professorin Strüwer, ich habe mal ein Zitat gehört von Evgeny Morozov. Das ist ein Forscher, Publizist, der sich auch im Bereich Smart Cities beschäftigt. Der wird den einen oder anderen Begriff sein. Der sagte mal, eine Smart City ist eine privatisierte Stadt. Sehen Sie das auch so? Wie viel Macht in Anführungszeichen haben denn die großen Tech-Konzerne heute schon in den Städten und welche Fragen müssen wir denn stellen? Und denken Sie, das ist in der Politik schon vollkommen angekommen, dass sich die Stadt und auch Stadtgestaltung immer mehr auch im Informationsraum abspielt? Beispielsweise hat ja Google alleine mit Google Maps einen immensen Einfluss darauf, was in der Stadt überhaupt wahrgenommen wird und was nicht. Ja, also ich glaube, da muss man zwei große Punkte unterscheiden. Also einmal so Plattformen wie Google, die tatsächlich für eine Stadtgesellschaft, aber auch für jedes Individuum in dieser Stadtgesellschaft mehr oder weniger bestimmen können über das Smartphone, wo gehe ich eigentlich hin. Und da gibt es auch ein schönes Zitat, Google bestimmt, wo ich hingehe, wie ich da hinkomme und was ich da wann tue. Das ist sicherlich ein Aspekt und den können wir heutzutage eigentlich nicht mehr vermeiden. Auch wenn wir sagen, wir benutzen kein Google und wir haben ein Fairphone und wir haben irgendeine finnische Alternative zu Android und Apple und wie auch immer. Entschuldigung, dem können wir eigentlich nicht entkommen. Aber dieser andere Aspekt, der eher auf die Infrastrukturen abzielt, die, glaube ich, eher gemeint sind in diesem Falle, führt halt dazu, dass sich bestimmte Bevölkerungsteile bestimmte digitale Infrastrukturen gar nicht leisten können und dann abgekoppelt sind. Also wir hatten hier in Österreich das große Beispiel mit dem Smart Meter, wenn das verpflichtend eingeführt wird und verpflichtend die Haushalte die Installation des Smart Meter zahlen müssen, kann das dazu führen, dass einige Haushalte sich halt die Installation nicht leisten können oder wollen und danach keinen Strom mehr beziehen können. Das ist nur ein Beispiel für die Privatisierung. Jetzt konkret in Graz ist das so eine ist ein Public-Private Partnership. Das heißt, da wird wahrscheinlich nicht direkt der Strom abgeschaltet. Aber dennoch ist das ein Beispiel dafür, wie ganze Bevölkerungsteile marginalisiert werden können, wenn zum Beispiel auf Smart Meter umgestellt wird. Mhm. Herr Recknewald, wie viele Werbebroschüren über Smart Cities haben Sie denn von Unternehmen schon bekommen, als klar wurde, dass St. Wendel von der Regierung im Projekt gefördert wurde? Also einige. Das ist natürlich ein Mechanismus, der dann einsetzt. Das ist im Übrigen nicht nur in dem Fall so.
Das ist auch beispielsweise bei jeder Entscheidung in der Corona-Pandemie so, dass man dutzendweise Angebote von Unternehmen bekommt, die natürlich damit werben, unterstützen zu wollen. Das war bei Smart Cities genauso. Aber das ist nicht das, auf das wir abzielen und auch eingehen. Wir wollen uns, ich habe das ja eingangs gesagt, nicht fremd bestimmen lassen, sondern wollen mit eigener Kompetenz die Dinge umsetzen. Und deswegen habe ich einen Chief Digital Officer eingestellt bei mir als Stabsstelle und auch den Datentreuhänder. Im Übrigen, dieses WhatsApp-Messenger-Problem haben wir in der Verwaltung genauso. Außer mir darf das keiner nutzen. Nur weil ich gesagt habe, ich kann ohne das gar nicht, vieles gar nicht kommunizieren. Deswegen, Amma, bin ich sehr dankbar, wenn wir da auch Lösungen entwickeln. Im Übrigen, das Teams-Tool ist datenschutzrechtlich auch umstritten. Also auch da musste ich kämpfen, dass ich heute überhaupt teilnehmen darf. Also ich denke, da haben wir schon noch Bedarfe, weil wir ja auch gerade jetzt erleben, jeder arbeitet mit anderen Systemen und dass wir uns da standardisieren und auch überlegen, wie kriegen wir Systeme hin, mit denen wir dann alle auch arbeiten können, auch datenschutzkonform. Ich bin im Übrigen der Pandemie sehr dankbar. Also die Corona-Pandemie hat viel Negatives gebracht, aber sie hat auch Positives gebracht. Wenn ich das aus der kommunalen Praxis sehe, haben wir, ich sag mal jetzt, zwischen Landräten, Bürgermeistern, wie auch immer, bis vor einem Jahr überhaupt nicht über Videokonferenz miteinander kommuniziert, sondern mühsam Termine gesucht, die dann selten stattfinden konnten. Und ich glaube, das hat jetzt auch gezeigt, dass es Chancen gibt. Wir treffen uns eben mehrmals wöchentlich mittlerweile, weil es einfach möglich ist, Dinge abzuklären, kurze Dinge abzuklären, auch zu besprechen, Entscheidungen herbeizuführen, ohne darauf zu verzichten, sich trotzdem auch noch zu treffen. Ich glaube, das ist der soziale Aspekt, der nicht zu kurz kommen darf. Man muss sich auch weiter sozial austauschen und treffen, um nicht nur digital zu arbeiten, aber es gehört eben beides zusammen. Und mir ist einfach auch wichtig, dass wir diese Herausforderung annehmen, die damit verbunden ist. Also es reicht nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt mal Smart Cities und Digitalisierung. Und im Übrigen, Smart Cities ist das eine, daneben gibt es ja noch das Online-Zugangsgesetz. Das heißt, wir als Verwaltung haben uns ja zu digitalisieren, unabhängig jetzt von Smart Cities. Das darf man nicht miteinander vermischen, aber auch da werden wir ja alles, was wir als Verwaltung anbieten für die Bürger, online anzubieten haben. Und wir sind auch bei uns soweit, dass wir Dokumentenmanagementsystem eingeführt haben, sodass auch unsere Prozesse natürlich jetzt zunehmend stärker digital ablaufen. Das ist natürlich ein Prozess, aber ich glaube, das ist gerade im ländlichen Raum auch eine große Chance. Wenn ich Stichworte mir angucke, die auch vor einem Jahr noch nicht so ausgeprägt war, Homeoffice. Die Hälfte meiner Verwaltung ist im Homeoffice. Das geht natürlich auch nur, wenn man nicht jeden Standard dann auf die Goldwaage legt und sagt, hat der zu Hause jetzt den richtigen Arbeitsstuhl und ist die Lampe hell genug? Und da spielt ja viel Arbeitssicherheit auch rein. Ich glaube, da müssen wir auch ein Stück weit flexibler werden in diesen Dingen. Aber da ist die Hälfte ist im Homeoffice. Also das ist auch gerade für ländliche Räume, wenn es um Anbindung geht, wenn es um Verkehr geht, auch eine Chance. Und wichtig ist mir, dass wenn wir alle Menschen und Bürger mitnehmen wollen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese Partizipation sehr niedrigschwellig auch stattfinden kann, weil die Prozesse sind sehr komplex. Wir brauchen also eine verständliche, eine barrierefreie Sprache auch, um das zu übersetzen. Wir brauchen die Vernetzung, damit es keine digitalen Insellösungen gibt. Und wir müssen auch die Menschen digital weiterbilden. Wir werden dazu auch eine Smart-Wendler-Akademie einrichten, damit die Digitalkompetenz auch der Bürger zunimmt. Denn einfach nur nach vorne gehen und nicht links und rechts gucken, kommen die Bürger mit, das würde nicht zum Erfolg führen. Frau Professorin Strüher, Sie hat sich noch gemeldet. Ja, ich wollte, das können ja vielleicht nicht alle sehen, wir liefern uns hier im Chat gerade eine nette Wortschlacht, ob der Begriff offene Stadt geeignet ist. Und ich greife nicht den Chat auf, sondern eigentlich nochmal das Prinzip, was ich sagen wollte, warum der Begriff Smart City nicht geeignet ist. Jeder interpretiert ihn für ihn selber und macht dann, was er will. Und genau das Gleiche ist auch mit der offenen Stadt. Von daher würde ich immer dagegen plädieren, egal wie der Begriff dann ist, zu sagen, wir brauchen jetzt das Modell.
weil der eine interpretiert unter offener Stadt meinetwegen das im Sinne der Open Knowledge Foundation. Ich denke sofort an funktionsgetrennte Stadt, Le Corbusier, also der Horror schlechthin. Irgendjemand Drittes denkt hier an die Haager Landkriegsordnung. Also es ging mir vor allen Dingen darum zu sagen, wir brauchen keinen universellen Stadtbegriff, sondern wir müssen bei den Städten vor Ort gucken, was ist das Problem und was ist die Lösung. Und da kann die Smart City mal geeignet sein, da kann die offene Stadt mal geeignet sein und es kann auch mal die grüne oder die nachhaltige Stadt sein und es kann vielleicht auch mal die völlig entdichtete und vielleicht auch einfach die geschlossene Stadt, weil sie leer ist, sein. Aber dieses Suchen nach universellen Begrifflichkeiten ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Okay. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Alcazar zum Thema Open Data, offene Daten. Das haben wir jetzt auch in den Vorträgen gehört, dass das immens wichtig ist, auch für Partizipation, Teilhabe, auch per se für die Demokratie an sich. Nun ist es aber so, dass das Saarland bisher noch kein eigenes Open Data Portal hat, im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern, zum Beispiel Hamburg oder Rheinland-Pfalz haben ein landeseigenes Open Data Portal. Es gibt ja auch auf Bundesebene ein Open Data Portal, GovData, da beteiligt sich das Saarland auch nicht daran. Wäre es nicht mal an der Zeit, dass das auch im Saarland mehr gepusht wird? Also man könnte zum Beispiel auch das saarländische Informationsfreiheitsgesetz in Richtung eines Transparenzgesetzes erweitern, damit Daten proaktiv und nicht erst auf Anfrage von den Behörden bereitgestellt werden. Ja, das ist schon ein guter Vorschlag. Und wir werden das jetzt auch im Rahmen des Doppelhaushalts, den wir beschlossen haben, mit aufgreifen. Da sind etwas Mittel dafür eingestellt. Das Problem ist, dass das für uns, also ich sehe auch hier den Timo Mildau, die Fraktionen haben explizit, CDU und SPD-Fraktion, also die Große Koalition, hat explizit das Thema nochmal in den Haushaltsberatungen auf den Punkt gebracht und auf Anregung von den Kollegen auch in den Haushalt eingebracht. Also das wird schon gesehen, auch die Notwendigkeit dafür. Das Problem ist, dass wir wirklich immer noch ein armes Land sind und auch unter der Beobachtung des Stabilitätsrates sitzen. Das führt dazu, dass Dinge, bei denen wir auf Einnahmen verzichten, immer sehr, sehr schnell, sehr kritisch hinterfragt werden, bis hin zum Punkt, dass wir damit den gesamten Haushalt auch gefährden können. Und wir verdienen derzeit, das muss man ehrlicherweise sagen, mit einigen wichtigen systematischen Daten, die wir erfassen, auch Geld. Also zum Beispiel mit den Geodaten, die Bauingenieure brauchen, die Architekten brauchen, um ihre Planungen zu machen. Und damit finanzieren wir den Aufwand, der dort mit dabei sind. Das ist ein relativ hoher Betrag und der würde dann ersatzlos wegfallen, wenn wir diese Daten bereitstellen würden. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen uns nochmal anschauen, was gibt es für Daten, die wir systematisch möglicherweise auch erheben können mit vertretbarem Aufwand und bereitstellen können, für die wir heute noch keine Gebühren erheben. Also das kann man sicherlich machen. Das wird Zeit kosten, deswegen haben wir dort auch eine Personalisierung jetzt vorgesehen und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, sodass wir da auch eine vernünftige Strategie mit auf den Weg bringen können. Mhm. Frau Dr. Litter hat sich gemeldet, das habe ich schon fast vermutet. Bitte sehr. Ja, das ist natürlich eins unserer Kernthemen und ich kann das Argument der Kosten oder der Einnahmen dann auch nur bedingt verstehen. Also da gibt es mittlerweile auch sehr viele Publikationen dazu, dass das eher eine Einnahmenillusion ist, zu sagen, mit diesen Datenverkäufen habe ich zwar jetzt Einnahmen, aber die viel größeren Einnahmen würden bestehen, wenn die Datensätze zur Verfügung gestellt werden. Und die kommen dann über tatsächlich wirtschaftliche Innovationen, die in der Region dann durch diese Daten entstehen können. Das braucht alles seine Zeit, bringt aber tatsächlich dann netto viel mehr Einnahmen und auch eben nachhaltig. Ja, das sind eigens generierte Einnahmen, die dann auch völlig unabhängig vom ländlichen Raum oder der Stadt stattfinden können, sodass sich das auf jeden Fall langfristig lohnt, aus finanzieller Hinsicht hier diesen Schritt zu wagen. Und selbst wenn das jetzt nicht vollumfänglich möglich ist, kann man natürlich mit einigen Datensätzen anfangen. Also völlig klar ist, das ist aufwendig, Daten bereitzustellen, die müssen aufbereitet werden, da braucht es die Men- und Woman-Power, das auch zu machen und es braucht Zeit, die Kompetenz und das Personal dafür. Das lohnt sich aber. Also das Kostenargument kann ich nur ganz bedingt stehen lassen und schicke Ihnen da gerne einschlägige Publikationen zu.
Frau Litter, da müssen Sie, wenn ich da direkt darauf antworten darf, mich brauchen Sie da nicht zu überzeugen. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass die Bereitstellung von offenen Daten am Ende des Tages so viel sozusagen Wertschöpfung hier im Land produzieren wird, dass wir sozusagen, dass das in keiner Relation steht zu dem, was wir an Einnahmeausfällen haben wollen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das Problem ist, das entscheide ich nicht alleine, das entscheidet auch nicht das Saarland alleine, sondern wir müssen tatsächlich die anderen Bundesländer, die uns mitfinanzieren derzeit, treiben. Und da sitzen Menschen, auch in den Finanzministerien der anderen Bundesländer, die nicht so offen, nicht so weit denken. Das heißt, wir müssen tatsächlich dort sozusagen auch viel, viel mehr auch Menschen mitnehmen, um das auf den Weg zu bringen. Deswegen fangen wir auch so an, wie Sie es eben auch beschrieben haben, dass wir erstmal in den Bereichen, wo wir nicht auf Konfrontationen gehen müssen, beginnen und dass wir dann nach und nach zeigen, dass wir dadurch auch am Ende des Tages keinen wirtschaftlichen Nachteil verursachen. Mhm. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde ungefähr Zeit. Ich würde jetzt mal nochmal schauen, was unsere Online-Community so treibt. Carina, gibt es da noch Fragen? Ja, die schließen sich jetzt eigentlich gerade ganz gut an das, was gerade diskutiert wurde. Geht also auch so ums Geld jetzt. Zum einen ist da sehr konkret die Frage, mit welchen Finanzmitteln das Projekt im Landkreis St. Wendel ausgestattet ist. Die Frage ist ja, ob es richtig ist, dass es 15,7 Millionen Euro Förderung für den Landkreis sind in 7 Jahren, plus Eigenmittel, die dann noch hinzukommen. Und welche Funktionen dann auch bis Ende 2021 oder Ende 2022 in Ihrem Landkreis verfügbar sein sollen. Das ist also die eine Frage. Und von Timo Mildau, Mitglied des Saarländischen Landtags, herzlich willkommen, kommt die zweite Frage, die auch in die Geldrichtung geht und eher auf die Geschäftsmodelle abzielt, nämlich mit der Frage, ob Sie in St. Wendel durch das Smart City, Smart Village Projekt die Möglichkeit sehen, mittels der Verfügbarkeit von Daten auch neue Unternehmen anzulocken bzw. neue Geschäftsmodelle entstehen zu lassen. Ja, da will ich gern darauf antworten. Also insgesamt, was die Finanzierung betrifft, bekommen wir 15,7 Millionen durch den Bund für 7 Jahre. Es kommen Eigenmittel hinzu des Landkreises, die dann in jedem Jahr zu leisten sind, 10%. Also insgesamt haben wir in den 7 Jahren 17,5 Millionen dafür. 2 Jahre sind für die Projektierung angedacht und 5 Jahre dann letztlich für die Umsetzung. Wir sind im Moment dabei, zu personalisieren. Ich habe ja schon gesagt, der CDO und der Datentreuhänder, die werden am 1. April beginnen. Es werden weitere Mitarbeiter im digitalen Kompetenzzentrum dafür zuständig sein. Die Ausschreibung dafür hat unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft gewonnen und die wird mit Personal dann als digitales Kompetenzzentrum die einzelnen Projekte umsetzen. Es gibt 4 Ökosysteme, die wir definiert haben, die ich eingangs schon mal genannt habe. Also das Thema Versorgung, das Thema Mobilität, das Thema Bürgerbeteiligung und Bürgerteilhabe. Und in diesen Modulen werden sich dann einzelne Projekte abspielen, die wir versuchen dann unter dem Thema Smart City dann auch digital umzusetzen. Also mir ist sehr wichtig, dass wir relativ schnell in ganz konkrete Projekte kommen, damit auch der Mehrwert für die BürgerInnen erkennbar ist. Und es bringt nichts, das ganz große Rad ewig zu drehen, ohne dass es irgendwo ankommt, sondern da müssen ganz viele kleine Rädchen gedreht werden, damit daraus das große Rad sich in Bewegung setzen kann. Und wenn gefragt wird, welche Projekte oder Prozesse sind dann wann umgesetzt, es ist ja so, dass vieles auch schon läuft. Also ich habe das Thema Lebensmittelversorgung genannt. Da gibt es ja schon das Smart Village Projekt in vielen Dörfern. Das ist natürlich noch nicht dort, wo es hin muss. Aber das ist in so Prozessen so. Da kann ich nicht erwarten, wenn ich ins Dorf mit so einem Projekt komme, dass dann die Hälfte der Bevölkerung gleich mitmacht. Also das braucht auch Zeit. Das braucht Zeit der Umsetzung. Das ist aber ein Projekt, das da reingehört, das aber schon seit ein paar Jahren angelaufen ist mit einer entsprechenden Plattform. Das Thema Bildung, da hat uns ja Corona auch geholfen. Wir werden bis zum übernächsten Schuljahr in allen Schulen für jeden Schüler Endgeräte haben, auch für alle Lehrer. Das heißt, wir haben auch bei uns im Landkreis schon vor einigen Jahren
die Breitbandversorgung und WLAN-Versorgung der Schulen entsprechend ausgebaut, sodass auch im Bereich der Bildung diese Dinge auch schon in der Umsetzung sind. Transformation bei den KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, auch da ist unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft schon seit ein paar Jahren dabei, die Unternehmen dabei zu begleiten, diese Transformation hinzubekommen. Oder wenn ich das Ehrenamt nenne oder den Einzelhandel, auch hier gibt es schon ganz konkrete Projekte, weil gerade das Thema Einzelhandel für uns hier, für kleine Städte, ein ganz schwieriges Thema ist, weil der Einzelhandel hat auch vor Corona schon große Probleme gehabt aufgrund dieser digitalen Konkurrenz und hat es natürlich durch Corona und die Schließungen jetzt verstärkt, weil natürlich die digitalen Anbieter von der Schließung nicht betroffen sind. Und wir sind da ganz intensiv unterwegs, auch über Smart Cities Prozesse in Gang zu setzen beim Einzelhandel, die nicht dazu führen, dass der Einzelhandel sagt, alles Mist, wir können nicht mehr, wir müssen schließen, also machen wir nichts. Aber auch nicht sagen, wir können nur noch digital, sondern einen Weg finden, die Stärken, die sie ja haben. Und das ist die konkrete Betreuung und Beratung und das Vertrauen, weil man die Einzelhändler vor Ort kennt, das zu verbinden mit einem Angebot, das auch digital funktioniert. Und da ist vieles in Bewegung. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was ist Ende 21 oder Ende 22 umgesetzt. Vieles läuft und vieles wollen wir weiter anstoßen, in der Mobilität zum Beispiel, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wann ist das umgesetzt. Und Timo Mildau, ja, wir tun das auch und sind auch überzeugt davon, dass es uns gelingen kann, damit auch Ansiedlungen hinzubekommen, weil wir natürlich gerade hier bei uns, nehmen jetzt mal die Kreisstadt, die einzige Kreisstadt sind ohne Autobahnanschluss und natürlich als ländliche Region glücklicherweise mittlerweile vom Tourismus profitieren, aber im wirtschaftlichen Bereich schon an der einen oder anderen Stelle hinterherhinken. Und das ist mit ein Beweggrund für mich, hier die Türen zu öffnen, damit Unternehmen, die sagen, im ländlichen Raum lebt sich ganz schön, dann auch die Chance haben, hier tätig zu werden. Und das in einer Form, auch Coworking Places und vieles mehr. Es ist einfach auch so, auch bei uns in der Verwaltung, dass der Arbeitsraum, das Büro nicht mehr einem Einzelnen gehört, sondern wir auch dazu übergehen, zu sagen, okay, im Zusammenhang mit Teilzeit, mit Homeoffice gibt es Büros, die werden von dem genutzt, von jenem genutzt. Es gibt die Coworking Places und Räume. All das sind Entwicklungen, wo ich glaube, da haben wir als ländlicher Raum eine Chance auch anzusiedeln. Haben wir noch Online-Fragen, Carina? Für eine Frage bleibt vielleicht noch Zeit, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Ansonsten, ich hatte noch ganz, ganz viele Fragen auch. Im Moment würde ich sagen, mach du einfach mal weiter. Okay, vielleicht noch eine Frage, bevor wir in die Schlussrunde gehen, weil das Thema hatten wir jetzt noch nicht so sehr behandelt, das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht die Frage an Frau Professorin Strüber. Wie sehen Sie denn als kritische Stadtforscherin das Thema in Bezug auf Smart City, Nachhaltigkeit und Ökologie? Kann die Smart City denn wirklich ein Thema für einen Beitrag für ökologische Nachhaltigkeit liefern? Oder Sie haben ja in Ihrem Vortrag den Rebound-Effekt erwähnt. Steht das der wirklichen ökologischen Nachhaltigkeit entgegen? Sie haben noch das Mikrofon, müssen Sie noch anmachen. Danke. Jetzt endlich ich auch mal. Also grundsätzlich steht es ihm nicht entgegen. Also man kann zum Beispiel durch eine sensorbasierte Verkehrssteuerung oder auch Parkraumsteuerung Verkehr einsparen. Ein Rebound-Effekt in dem Falle wäre aber, dass dann viele Menschen wieder denken, super Sache, ich komme ja doch ohne Stau und ohne Parkplatz-Zugverkehr in die Stadt und dann weiterhin oder noch stärker das Auto verwenden. Das wäre ein Beispiel. Und das Hauptproblem, was ich daran sehe, dass diese Machbarkeit an technologischer Machbarkeit auch den Blick auf viele viel einfachere Lösungen in der Stadt verhindert oder behindert. Also dass man einfach vielleicht breite Fuß- und Radwege bräuchte, um die Mobilität in der Innenstadt nachhaltiger zu machen. Und dass es sinnvoller wäre als noch breitere und technologiegesteuerte Straßen.
Also es geht nicht darum, dass es grundsätzlich nicht nachhaltig sein kann, aber dieser Rebound-Effekt, den muss man immer denken. Das war jetzt nur ein Beispiel. Man darf auch nicht vergessen, dass bei dieser ganzen Plattformsteuerung und Überwachung und Weiterverarbeitung der Daten ja tatsächlich auch Strom verbraucht wird. Das fällt oft hinten runter und die ganzen Server, die da laufen, sind ja alles andere als energiefreundlich. Aber um das abzuschließen, im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit würde ich immer eher bei tatsächlich Dingen on the ground anfangen und nicht zu gucken, was kann man denn technologisch verbessern. Ja, wie Sie gesagt haben, so diese reine Technologiesicht ist vielleicht auch, was ökologische Nachhaltigkeit angeht, zu kurz gedacht. Man muss halt wirklich auch an die Wurzeln mancher Probleme herangehen. Gut, jetzt haben wir noch 4 Minuten, 4 Podiumsteilnehmer, das reicht noch gerade für eine Schlussrunde. Vielleicht können Sie sich jeweils kurz halten in 2, 3 Sätzen. Wenn Sie sich Ihre eigene Smart City bauen könnten, worauf würden Sie besonderen Wert legen? Vielleicht nochmal das an der Reihenfolge, Frau Professorin Strüwer, Frau Dr. Litter, Herr Reckenwald und Herr Alcazar. Also ich würde wahrscheinlich auf etwas Wert legen, was eigentlich an meine Nachrednerin, dass es tatsächlich um sowohl die digitale Souveränität der Bewohnerin, aber auch der Stadtgesellschaft geht. Das ist etwas, was fehlt, wenn es um smart im engeren Sinne geht. Wenn es um smart im weiteren Sinne geht, all die anderen Sachen eher auf soziale Gerechtigkeit, auf ökologische Machbarkeit schauen, als auf technologische Machbarkeit. Aber wenn wir im engeren Sinne bei smart bleiben, würde ich bei der Souveränitätsfrage auf individueller und auch gesellschaftlicher Ebene ansetzen wollen. Frau Dr. Litter? Ja, also ich sehe ganz klar natürlich die Kommune, die Verwaltung dort als Vorreiterin, dass wir dort die ersten Schritte zu machen sind, Offenheit herzustellen, Nachhaltigkeit eben digitaler oder analoger Art, Technologien so einzusetzen, dass sie dem Gemeinwohl dienen, partizipative Prozesse so gestalten, dass sie organisch wachsen und weniger von außen reinkommen und als Projekte oder Modelle kurzfristig durchgeführt werden, sondern wenn es geht, in bestehende Strukturen integriert werden, intersektoraler Austausch regelmäßig stattfindet und nicht nur kurz vor Wahlen und somit eine Stadt- und Landgesellschaft auch analog und digital zusammenwachsen kann im weitesten Sinne des Wortes und dort zusammen Ideen entwickeln kann. Und da können Technologien immer helfen, sind aber tatsächlich ja dann immer nur Mittel. Und hier sehe ich aber, die Kommune selbst muss da voranschreiten und sagen, ich gebe einen Vertrauensvorschuss an all meine Bürgerinnen und Bürger. Ich öffne mich selbst und ich stelle mich sehr offen zur Verfügung als Sparringspartnerin und möchte gemeinschaftlich Lösungen entwickeln. Jo. Herr Reckenwald hat ja quasi schon seine Smart City. Ja, ich kann mir es insofern einfach machen. Ich kann mich dem anschließen, was Dr. Litter gesagt hat. Ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, es ist für ländliche Räume einfach die Chance, Zukunft zu erhalten und Zukunft zu sichern als attraktiver Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Lebensraum. Und eine Möglichkeit im Miteinander von analog und digital das soziale Gemeinwesen zu stärken, die Menschen mitzunehmen, die Partizipation zu stärken, die Transparenz zu stärken, aber bitteschön im Miteinander. Ich mag mir keine Innenstadt vorstellen oder einen Zentralort, in dem Prozesse nur noch digital ablaufen, sondern wir brauchen neben dieser Information, die digital läuft, auch die Emotion und die Emotion, und das Erlebnis, das kann nur analog im Miteinander laufen. Also ohne soziales Miteinander wird es nicht funktionieren. Und ohne das Mitnehmen der BürgerInnen wird es auch nicht funktionieren. Und zum Schluss noch Herr Alcazar. Ja, also es ist ja vieles Richtiges gesagt worden. Ich glaube, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie sieht die zukünftige saarländische Stadtgemeinde aus, nach meinen Vorstellungen ist es dann eine lebenswerte, eine Stadt, die lebenswert, smart, vernetzt, effizient und nachhaltig ist, um vielleicht so aus meiner Sicht die Kernbegriffe zu nehmen. Und wie kommen wir dahin? Ich glaube, wir brauchen eine Kultur der Offenheit, der Risikobereitschaft,
der Experimentierfreude und der Agilität. Ich glaube, das sind so die Maßnahmen, die Eigenschaften, die wir mitbringen müssen. Und dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, auch mit den Vorschlägen, die heute hier diskutiert worden sind, dass wir das dann auch in den nächsten Jahren schaffen. Gut, dann wären wir hiermit leider schon am Ende. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Zeit für die vielen Fragen etwas knapp war. Aber das zeigt ja auch umso mehr, dass wir mit dem Thema einen Nerv getroffen haben und dass es darüber hinaus auch noch viel, viel, viel mehr gesellschaftlichen Dialog braucht. Vielen Dank an unsere beiden Fachreferentinnen, Frau Professorin Dr. Strüber und Frau Dr. Litter für den hochwertigen fachlichen Input und die spannende Diskussion. Und auch herzlichen Dank an unsere Vertreter aus der saarländischen Politik, Herrn Landrat Reckenwald und Herrn Alcazar. Die Diskussion mit Ihnen war sehr, sehr spannend und anregend. Und ja, ich wünsche dann allen noch einen schönen Abend. Und den Livestream schalten wir jetzt ab. Die Teams-Sitzung lassen wir noch offen. Falls sich noch im Nachgang wer austauschen möchte, kann der Kanal gerne noch genutzt werden.